Hey aus Finnland und Deutschland hier im Besenwagen. Du stehst an der Haltestelle einer sehr großen Gravelstraße, auf der man auch easy mit dem Rennrad fahren könnte. Der Bus ist etwas eingestaubt und fährt von Lahti in den Ruhrpott. Berge gibt's weder in Finnland noch im Pott. Unser heutiger Gast muss deshalb immer reisen, um irgendwelche zu finden. Zum Training scheint's zu reichen für die World Tour. Frisch aus der Schweiz zurück steht der Hans heute Rede und Antwort und darf nicht zu viel Red Bull erwähnen. Kurz vor der Tour sind wir gespannt. Schnall dich an, sei gespannt, wir sind's auch. Mein Name ist Bastian Marx. Meiner ist Paul Voss. Und meiner Andi Stauf. Und wir haben eine mega schlechte Verbindung nach Finnland auf jeden Fall. Echt? Hänge ich die ganze Zeit oder was? Ab und zu. bei der Einleitung haben wir gerade Wörterraten gemacht. Ja. Skandinavien sollte das eigentlich funktionieren, oder? Ja. Hier, ich weiß nicht, wer den Punkt bei uns aufgeschrieben hat mit Berliner Radsportszene, aber da ich ja der Überleitungskönig bin, bevor wir aber auf Berliner Radsportszene kommen, lass uns mal kurz über die Frankfurter Szene reden. Jetzt welche? Ist Basti, welche Szene in Frankfurt? Die haben einige. Ja, die haben einige, die am Bahnhof. genau, also ihr seht es natürlich gerade nicht, weil wir kein Videopodcast sind. Leider noch nicht, vielleicht irgendwann mal in ferner Zukunft, in den nächsten 10 Jahren. Aber der Basti ist gerade eingefroren, deswegen rede ich jetzt einfach mal weiter. Und zwar findet am 5.7. ein Live-Podcast in Frankfurt statt mit der Legende Lothar Leder. Es fragt euch, wer Lothar Leder ist. Lothar Leder ist, ich glaube, der erste Deutsche, der den Ironman auf Hawaii gewonnen hat. Ich behaupte es jetzt einfach mal, und ich glaube, der erste, der unter 8 Stunden gelaufen ist oder diese Distanz unter 8 Stunden gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich behaupte es jetzt einfach mal. Ihr könnt mich gerne korrigieren. Auf jeden Fall ein guter Charakter. Und genau, das findet, wie gesagt, am 5.7. statt. Wo findet das statt, Jungs? Wo müssen die Leute da hinkommen? Im Massiv Arts. Ich glaube, die Location ist neu. Massiv Arts, genau. Ja. Florian Jöckel wird da unser Gastgeber sein. Auch schillernde Persönlichkeit des deutschen Radsports. Und ja, der hat diesen Laden, glaube ich, das kann man wieder uns dann erzählen. Diesen Laden neu aufgemacht, ist auf jeden Fall eine große Location. Das wird ganz nice. Also ich habe große Erwartungen daran, weil ich eigentlich nur geile Geschichten über Lothar Leder im Leben gehört habe, den aber noch nie persönlich kennengelernt habe. Also unser Freund Jan Deutschmann, Karl Platt, Udo Bölz, also da kann man sich auch nochmal den Live-Podcast mit Udo Bölz anhören, der hat auch ein paar Lothar Leder-Geschichten mit drin. Das kann eigentlich nur gut werden. Ich bin gespannt, also ich hoffe es für alle Teilnehmenden, kommt auf jeden Fall vorbei. Ja, das Interessante daran ist ja Karl Platt, es gibt so ein Einzugsgebiet von Karl Platt, da kennt er alle Leute, hat er mit allen schon was zu tun. Und ich würde sagen, das fängt so um Frankfurt herum an und zieht sich so runter Richtung Stuttgart. Ich glaube, es hört kurz vor Stuttgart wieder auf, aber so in dem Bereich kennt er einfach alle. Hat er mit allen schon mal irgendwas zu tun, die irgendwas mit dem Radfahren zu tun hatten in der Vergangenheit. Wie auch immer. Ich glaube, dass es da auch eine große Schnittstelle auf Mallorca gibt. Ja, das sehr wahrscheinlich auch, ja. Auf jeden Fall, genau, am 5.7. in Massiv Arts. Die Tickets bekommt ihr auf der Besenwagen Homepage. Genau, Besenfahren.com. Wenn ihr übers Handy reingeht, dann müsst ihr so einmal ganz kurz runterscrollen. Auf dem Startbildschirm sieht man es noch nicht, aber da drunter steht direkt live. Genau, da geht ihr rauf und da könnt ihr euch eins der Tickets sichern. Am Samstag darauf, quasi am 6.7., findet dann auch ein Besenwagen Social Ride statt. Die Details dazu findet ihr auch bei uns auf der Website. Ganz genau. Ja, ich freue mich auf den Frankfurter Raum. Ich komme da ja so ein bisschen her. Ich bin da jetzt schon länger nicht mehr gewesen. Bayern. Also für Routenplanung hätte es jetzt auch nicht mehr gereicht, ehrlich gesagt. Da haben wir uns so ein bisschen Verstärkung geholt. Und ja, auf die freue ich mich auf jeden Fall auch. Und dann ja, wollen wir mal schauen. Und wir haben auch noch mehr in petto, ne? Das ist Live-Podcast Nummer 1. Und es kommen noch 2. Noch 2. Ja, nee, genau. Also die Berliner auch werden mal Gravel fahren in Berlin. Gravel Anfang fahren August, in Berlin. Ne? Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Nee, also reserviert euch den 23. und 24. August. Genau. 23. abends Live-Podcast. Aber da wird es sehr, wie sagt man? Kuschelig. Intim. Lecker. Kuschelig. Lecker. Und lecker. Intim, lecker und kuschelig. Genau, da
Da machen wir den Live-Podcast quasi in der Pizzeria, wo mein Bruder und ich so minimal investiert sind. Und wo er auch arbeitet oder er führt da quasi so ein bisschen die Geschäfte von dem Laden. Bei der W-Pizza in Berlin-Schöneberg machen wir das und da gibt es wirklich nur sehr limitierten Platz. Von daher, da müsstet ihr dann schnell sein für die Tickets. Gast bestätigen wir auch demnächst und da findet dann, wie Basti schon sagt, am Samstag dann auch einen Social Ride statt. Startend am Grunewald mit dem Gravelbike allerdings dieses Mal, weil wir Andi ja mal zeigen wollen, wie schön das hier ist. In Berlin, Brandenburger Umland, auf dem Gravelbike. Genau. Und dann der letzte Live-Podcast für dieses Jahr ist in Köln am... Anfang und Ende ist immer am Rhein. Ja. Wir haben uns auch eine neue Location gesucht, so Residenz, das war schon super. Aber jetzt gehen wir ins... Was ist das? Milowitsch-Theater, ne? Die Volksbühne. Genau. Ist ein bisschen größer noch. Sieht auch sehr schön aus. Ja, und da sind wir am 6. September mit dem Stargast Tom Dumoulin. Jawohl. Richtig. Auf Englisch. Auf Englisch, genau, da gibt es dann viel zu lachen. Und da findet natürlich wie gewohnt dann an dem Samstag auch ein Social Ride statt. Aber alle Informationen und Tickets und so findet ihr, wie gesagt, bei uns auf der Website. So sieht's aus. Dann hake ich doch nochmal bei Gravel ein. Ich sitze hier nämlich in Lahti und das ist relativ großartig hier. Also für so Andi Stauf-Gravel, dachte ich mir. Weil hier kannst du definitiv alles mit dem Rennrad eigentlich fahren. Also kannst natürlich auch dir ein paar Routen aussuchen, wo ein bisschen Trail drin ist. Aber die Straßen hier, mega geil. Einfach um die Seen rum, zweispurige Straße, Schotterstraße, aber so richtig festgefahren. Eigentlich eine normale Straße. Ja, das ist ein bisschen nichts wie in den USA. Ja, ist halt, genau. Das ist bei den normalen Straßen halt, die auch im Verkehrsnetz eingezeichnet sind. Ja. Ja. Das ist ganz nice. So nice hier. Einfach diese Stadt soll 120.000 Einwohner haben. I doubt it. Also ganz ehrlich, du läufst hier durch die Stadt und das gefühlt sind ein Sechstel der Wohnungen vielleicht bewohnt. Also das ist hier einfach wie Bevölkerung, wie ein kleines Dorf. Und Stadtkern auch ziemlich klein. Also ich weiß nicht, wo diese 120.000 herkommen sollen. Das sind vielleicht alle Ferienhäuser im Großraum Lahti zusammengerechnet. Es ist auf jeden Fall wunderbar ruhig, entspannt. Man kann geil Fahrrad fahren. Es ist die ganze Zeit hell. Ich habe schon einen Elch gesehen. Hammer. Und erfolgreich waren wir auch halbwegs am Wochenende. Ja. Es macht Spaß. Thema Elch ist auf jeden Fall auch, ich weiß nicht, ob Andi das auch schon hatte, so weit Arctic Race of Norway. Das ist man ja wirklich ganz nach oben immer geflogen, auch mit Propellermaschinen und sowas. Und dann wurde man immer von Reisebussen abgeholt, um dann in die Hotels gebracht zu werden. Und da war eine Elch, also ich weiß gar nicht, wie man das richtig sagt, aber da sind so viele Elche über die Straßen gelaufen, wie bei uns Katzen rumlaufen auf den Straßen. Das ist so. Oder wie wilde Hunde in Rumänien. Weißt du, es ist so ganz normal. Ich wollte gerade fragen, wie viele Katzen denn so in Berlin, Schmargendorf, über die Straße laufen. Ja, jetzt auch nicht so viele, aber, aber es ist halt auf jeden Fall krass. Du sitzt in diesem Reisebus und der Fahrer immer so ganz entspannt unter Spannung schon, weil immer mal so ein Elch auf die Straße laufen kann. Und das ist halt krass. Die Teile sind einfach fucking riesig. Die sind absurd groß, Mann. Wir haben den so aus 100 Metern gesehen und wir waren mit André Greipel unterwegs und André direkt losgesprintet, Handy rausgeholt und so auf den Elch zugesprintet. Hat der Elch natürlich erstmal Angst gekriegt und ist weggelaufen. Klar, der Gorilla kam. Ja, klar. Und der hat auch wirklich keine gescheite Aufnahme von dem Teil machen können, aber es war echt riesig, das Ding. Ja. Und ja, wer sich jetzt fragt, ich war hier mit Racing Circle beim Valtteri Bottas Gravel. Finnland Gravel heißt das. Und die Veranstaltung ist auf jeden Fall eine Empfehlung für jeden, der mal so einen entspannten Gravel Ride machen will über eine schöne Strecke und ein paar Stars sehen will. Wilma war ganz aus dem Häuschen. So. Wir hingen auf dieser Festival Area da ab und die ganze Zeit nur Valtteri Bottas, hallo gesagt, Phil Gaiman, hi. Hi, Paul Ripke, hallo. War schon lustig. Ich habe Phil Gaiman auf jeden Fall nochmal Hallo von uns gesagt. Hat er auch mal ein Gesicht. Konnte er es zuordnen?
Ja. Okay. Aber jetzt, was mir jetzt schon interessieren würde, Berliner Radsportszene, wer hat das hier bei uns reingeschrieben? Von wem kam das? Das haben wir letzte Folge vergessen. Also was heißt das? Die letzte Folge war zu voll schon. Okay. Und das ist einfach nur die Notiz. Andi wird's wissen. Wie Andis guter Freund aus Jugendtagen seine Rides aus Berlin raus beschrieben hat. In seiner zweiten Radsportkarriere. Wo wohnt er? Der wohnt bei dir um die Ecke, Mann. Deswegen solltest du dem ja auch mal verraten, wo deine Eisdiele ist. Hast du ja immer noch nicht gemacht. Nee, Geheimnis. Wenn er bei mir, also ganz ehrlich, wenn der bei mir wirklich, also wenn du sagst, bei mir um die Ecke wohnt, da gibt es nicht so viele. Okay. Da kann er Ausschlussverfahren machen. Und da kann sich, und da gibt es auch nicht so viele, die erschwinglich sind, sagen wir es mal so. Ja. Okay, erzähl. Ja, soll ich das jetzt erzählen? Ja, du musst das auf jeden Fall erzählen, weil das kam, glaube ich, erst nach der zweiten Flasche Wein zum, ah, okay. zur Sprache. Ja, also Andi und, wie heißt er? Lars. Richtig, ja. Andi und Lars sind in der Jugend zusammen im Verein gefahren und Lars scheint sehr guter Ortsschildsprinter gewesen zu sein. Ja, Trainingsweltmeister, also die Definition vom Trainingsweltmeister. Nicht, ja. Ja, okay. Aber auch nicht sehr trainingsfleißig, glaube ich. Doch, doch, doch. Ja? Ja. Okay. Wie gesagt, Trainingsweltmeister okay, in allen Belangen. Jedes Ortsschild gewonnen, aber hat dann relativ schnell auch dann das Bewusstsein gehabt, nicht zum Profi zu reichen. Und hat sich dann auf eine andere Karriere, nämlich Medizinstudium, fokussiert. Das ist auch ganz gut gelaufen und ist da jetzt auch relativ erfolgreich. Und hat sich jetzt so in diesem aufkommenden Fahrradhype und da er natürlich auch immer fleißig Besenwagen hört und die Motivation gar nicht mehr in Grenzen halten kann zum Radfahren, sich ein neues Rennrad gekauft. Und ja, der musste uns dann beschreiben, in welchem Dilemma er da jetzt aber steckt. Denn wenn er da so aus Berlin rausfährt, diesen Weg, den du auch immer aus Berlin rausfährst, dann ja, muss er sich jetzt die ganze Zeit vergleichen. Also unter 60er Laufrädern kann man sich nicht mehr sehen lassen, meinte er. Bullshit. So, man ist nur noch der, da ist man nur noch der Bodensatz der Gesellschaft. Und mit farblich abgestimmtem Trikot und alles vom Feinsten so, und jetzt muss er sich da nochmal Gedanken machen, wie er da jetzt in Zukunft aufrüstet. Ist der Zahnarzt? Also er hat das Ganze als mehr Laufsteg als Fahrradfahren beschrieben. Also, ist das nicht also, überall also, so mittlerweile? Nee, aber ich glaube das, auch. Das kann ich, also ich, nee, das kann ich wirklich gar nicht bestätigen. Ich fahre nur wirklich auch, ich fahre jeden Tag Fahrrad, sprichwörtlich. Und das würde ich nicht mitgehen. Also ich würde sagen, hier fahren noch sehr viele Outfit-Umfälle durch die Gegend. Und auch und vor allem auch noch sehr viele Rimbreaks. Ich sehe vor allem sehr viele rose Rimbreaks, Räder irgendwie immer noch. Definiere mal Outfit-Unfälle. Ja, auf jeden Fall nicht gut kombiniert und schon gar nicht passend zum Rad, weißt du? Und 60er Felgen sehe ich auch relativ selten. Also ich weiß nicht, ich glaube, eventuell bewegt er sich einfach in den Anführungsstrichen falschen Kreisen. Also ich würde ja sagen, dass du mit dem Lars mal eine Runde fahren gehst, denn A, will der unbedingt wissen, wo deine Spaghetti-Eisdiele ist. B, wenn du mal auf den Kopf fällst, könnte das ein guter Kontakt sein. Ja, also das Ding ist halt echt, was ich an Kontakten in Berlin habe, ist auf jeden Fall zu Ärzten. Das ist kurioserweise so. Aber eventuell. Richtiger Profi halt. Genau, richtiger Profi halt. mal gucken. Er kann sich ja melden, aber ich fahre halt echt einfach zu gerne alleine und ich bin mit meinem normalen Trainingstempo ohne ultra schnell. Ohne zu cocky zu klingen. Ich glaube, das macht halt den meisten auch keinen Spaß. Also, ja. Ja gut, also im Training ist er ja gut drauf. Ja, vielleicht ist er immer noch Trainingsweltmeister. Ja, ich bin gespannt. Was hast du da notiert? Kaputt. Ach so, ja, nee, ich bin gerade in einem Modus, das erste Mal sehr, sehr langer Zeit, auch glaube ich letztes Jahr kaum, dass ich mal so 3 Wochen am Stück einfach
trainiere. Also so ohne irgendwie krank Radrennen oder irgendwelche Verpflichtungen, Termine mit dem Besenwagen irgendwo. Also auf jeden Fall nur Training. Und ich bin richtig kaputt. Ich bin so, dass ich mich aufs Rad aufsteige, losfahre und mir tun die Beine schon weh. Das wird dann besser und ich kann alles Training absolvieren und passt auch alles. Aber es ist so richtig so einfach richtig müde, also so richtig kaputt sein. Das ist, also Puls geht gar nicht mehr in GA2-Bereich. Doch, das funktioniert alles noch. Also wie gesagt, das klappt alles, aber es ist einfach nur so eine richtige muskuläre Ermüdung. So vom Organismus alles noch in Ordnung. Aber da war ich schon lange nicht mehr. Das ist echt, echt gut. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ist das Wetter, Paul? Ja. Ist das ein gutes Zeichen? Ja, also ich hoffe. Also sagen wir so, schlechter geworden bin ich, glaube ich, jetzt in der Zeit nicht. Ja. Ich bin gespannt. Deutsche Meisterschaft wird ja wieder geskippt. Ja, Mio auch geskippt. Ja, genau, habe ich auch schon einige Nachrichten bekommen. Da muss ich mich jetzt zum Beispiel, aber da möchte ich mich gerne beim BDR bedanken. Die hätten mich die hätten mich starten lassen. Die hätten mich quasi nachgeschoben. Der Freddy Rassmann fährt ja auch. Da haben sie auch nachgeschoben. Aber ja, hat mich dann halt dazu entschieden mit einem Coach zusammen, dass ich es nicht mache und halt trainiere. Weil noch ein paar große Ziele warten dieses Jahr. Ja. Deswegen musste ich da Prioritäten setzen, auch wenn es schwerfällt. Aber ihr beide seid ja unten auch bei der Deutschen unterwegs und könnt ja. Genau, wir sind da. Wir halten die Fahne hoch. Genau. Ja, letzte Allgemeinthema vielleicht, so als Übergang. Wer auch relativ kaputt ist, ist Wiggo. Scheint man zu lesen, also liest man. Tolle Überleitung wieder hier. Liest man. Was ist da los? Ich bitte um Nachrichten, vielleicht aus jemandem, der in der englischen Szene ein bisschen unterwegs ist und da Sachen mitkriegt. Weil eigentlich hat man jetzt erstmal eine Weile lang nichts mitgekriegt. Dann hat man in den letzten 2 Wochen gesehen, dass er irgendwelche weirden Stories rausgehauen hat, einfach nur mit irgendwelchen Partnern. Und jetzt liest man, dass er wirklich jegliches Geld verloren hat und einiges an Schulden scheinbar auch, dass er auch obdachlos sei, beziehungsweise Couchsurfer im Moment bei Bekannten und Familie und Insolvenzverwaltung am Start ist. Ja, also ich glaube, man googelt das einfach gerade mal so, die aktuellen Wiggins-News, ist zu umfangreich, um das irgendwie zu beschreiben, aber ich finde es auch nur interessant, weil ich habe ja auch mal ein Jahr für sein Team gearbeitet und ja, ich glaube, wir kennen alle so ein bisschen, oder Andi zumindest auch so, die Hintergründe, welches Management da involviert war und so. Es ist schon auf jeden Fall ein krasser Fall, hätte ich jetzt auch nie gedacht, dass der irgendwann da endet, dass er gar keine Kohle mehr hat, weil der war irgendwann der drittreichste oder drittbestverdienste britische Sportler überhaupt. Und wenn du so viele Millionen verdient hast, das ist, also, da muss schon ziemlich viel falsch. Ich frage mich das auch immer. Da muss so viel falsch laufen, da müsste sich so viele Leute falsch beraten. Ja gut, es reicht ja nur ein falscher Berater. Also. Und was ich da aber auch dann krass finde, der war ja bei Eurosport und hat den Job, finde ich, eigentlich auch ganz gut gemacht und war auch eine witzige Ergänzung. Da ist er ja auch seit 2 Jahren komplett raus. Also da muss ja noch mehr vorgefallen sein. Du kannst es ja machen, so diesen Gerichtsprozess vielleicht haben, Insolvenz, gleichzeitig aber irgendwie auch trotzdem noch Kommentator sein oder Moderator. Aber dass er da auch gar nicht mehr in Erscheinung getreten ist, denke ich mal, dass irgendwo auf einer persönlichen Ebene Dinge schiefgelaufen sind. Ist halt einfach echt mega schade, weil ich den als Typen schon irgendwie auch immer cool fand, um ehrlich zu sein. Also auch so eine wichtige Persönlichkeit im Radsport. Ja, ich glaube, dass dieser Struggle, den Wiggins in seinem Leben hat, der führt sich ja sein Leben, also durch sein Leben, jetzt nicht nur im Sport, sondern auch im Privatleben, ne? Was sich auch so teilweise überschneidet. Da sind, glaube ich, so viele, viele Probleme, die er zu bewältigen hatte und hat. Und da reden wir jetzt noch nicht über die finanziellen Sachen. Ja, also ich glaube, das Image, was er so verkörpert nach außen hin, ist auch gar nicht so das, was ihm entspricht. Er hat das auch immer mal wieder so in Interviews angesprochen, dass er ja auch nicht so, also auch ein schwieriges Verhältnis zum Radsport hat. Und man hat da jetzt auch gerade in den letzten Wochen ja auch lesen können, dass da tatsächlich in seiner Jugendzeit schon sexuelle Übergriffe gab von seinem Trainer oder zumindest mal von dem Leiter des Teams, des Verbands, ich weiß gar nicht jetzt genau. Also das ist ja eine sehr komplexe Geschichte und ja, also ist jetzt auch nicht der erste Sportler oder
Sportlerinnen habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm, ob da schon so viele pleite gegangen sind, aber ja, also ich glaube, jede Sportart hat einen großen Star schon mal in ein finanzielles Loch fallen sehen. Ja, also bei den Frauen muss man natürlich sagen, dass da auch erst in der Moderne jetzt, ne, auch die Frauen so viel verdienen, dass sie auch sehr viel verlieren können. Ja, das war jetzt sportartübergreifend gemeint. Ja, genau, aber ich glaube, da gibt's echt keine, ne? Also fällt mir jetzt auch so, Tennis könnte man vielleicht noch drüber denken, da haben die Frauen ja auch schon immer relativ viel Geld verdient, aber ja, es ist schon krass. Und das mit den sexuellen Übergriffen wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das war mir neu. Ja, wie gesagt, ganz interessant. Er hat ja auch ein sehr schwieriges Verhältnis zu seinem Vater gehabt, beziehungsweise ist so mehr oder weniger ohne Vater aufgewachsen, aber auch so ein bisschen selbst gewählt dann. Wenn man die Biografie kennt, da ist auf jeden Fall viel Schwieriges auch passiert. Genau. Ich meine, er ist grundsätzlich eine sehr sympathische Person, ich glaube, für jeden von uns, ne? Also ich mag auch einfach immer Leute, die ein bisschen neben der Spur, beziehungsweise neben dem Standard her existieren, und Vigo war immer ein super Typ. Ja, aber es ist so, ich habe jetzt gerade heute auch noch so einen Artikel gelesen über ein Interview, was er mit Matt Stevens gemacht hat diese Woche. Und da sagt er auch nochmal, dass er sich eigentlich immer so unwohl gefühlt hat in der Öffentlichkeit, auch selbst, also er wird da zitiert, dass er nicht eine Konversation, also einfach ein 1:1 Gespräch mit irgendjemandem führen konnte, ohne sich so unwohl dabei zu fühlen. Und da habe ich mal so gedacht, okay, wann hat man Wiggins mal so getroffen auf dem Rennen und so? Und das war schon immer, also da ist mir noch so eine Szene, wie ich ihn mal so am Buffet getroffen habe, beim Radrennen, und diese Szene, die kam mir direkt so in den Sinn, und da dachte ich mir so, also ich dachte vorher so, er wäre vielleicht ein bisschen arrogant, ne? Also so, hey, ich habe die Tour gewonnen, so, ich rede jetzt nicht mit dir, aber ich glaube, das war schon eher so eine Unsicherheit, einfach in so ein normales Gespräch zu kommen. Ja, also ist halt nicht alles immer so, wie es scheint. Ja, und gerade Sportler sind ja auch jetzt keine Finanzexperten von Hause aus, also man beschäftigt sich mit dem Sport, das konsumiert super viel Zeit, und wie gesagt, da reicht ja nur ein falscher Berater, und dann macht man Fehler, die gravierend sein können, ne? Und ja, ist schade, mal sehen, ob er sich da auch wieder rauskämpfen kann. Ich meine, er hat ja jetzt so Beschäftigungen noch, die wahrscheinlich auch nicht schlecht bezahlt werden, ne? Soll jetzt auch wieder zur Tour de France zurückkommen in die Berichterstattung von Discovery, GCN, wie auch immer das jetzt heißt. Und ist ja, also das, was du angesprochen hast, dass er so ein paar Brands gepusht hat, da auch irgendwie involviert in so ein Nutrition Unternehmen. Und mal schauen, also selbst Mike Tyson hat es ja geschafft aus dem... Hat's geschafft, ja. nach über eine Milliarde verprasst hat, wieder zumindest Millionär zu werden. Ja. Okay, gehen wir mal rüber. Also ich würde gerade kurz über die Netflix-Sache reden, wenn ich darf. Und zwar... Habt ihr schon durchgeguckt? Ich habe mir jetzt auf der Rolle, ich bin Rolle gefahren, mir die ersten 2 oder 3 Folgen angeschaut. Und ich fand es eigentlich so von der Dramaturgie ganz gut. Was mich aber echt extrem nervt, ist die deutsche Übersetzung. Also die sind gar nicht... Du merkst, es haben halt Leute angesprochen, die im Radsport nicht firm sind. Es ist wahrscheinlich auch schwer, Leute zu finden, die firm sind. Aber es sind halt so Radsport, so Worte, die man im Radsport so nutzt, wie schlecht die einfach übersetzt werden und wie schlecht Emotionen die gegeben werden. Das ist so krass monoton. Da habe ich mich gefragt, ob die es extra so übersetzen, dass es für Leute, die mit dem Radsport nichts zu tun haben, irgendwie greifbarer wird, als dass man dann wieder Radsportfachbegriffe benutzt, oder ob es wirklich so übersetzt ist, dass man halt die Worte falsch übersetzt oder dass man die Worte nicht weiß. Ja, es ist aber auch so, es ist so ganz monoton erzählt. Mhm. Auch die also ich fand es zum, ich habe mich irgendwann dran gewöhnt und es versucht so ein bisschen abzuschalten, aber ich fand es halt echt extrem, extrem schade. Das ist für mich, was die Übersetzung angeht, nicht gut umgesetzt, auch wenn man einfache Sprache, ich verstehe das schon, aber selbst auch die Tonlage, ich fand es nicht gut. Was mir da aber aufgefallen ist, gerade die Folge, wo es so um Wieniger und Pogacar ging, dass Pogacar da und Pogacar beim Giro, das sind ja einfach komplett andere Menschen. Das ist wie der Tritt,
Pogacar, wenn du jetzt so siehst, rückblickend bei der Tour, der sah ja nur müde aus die ganze Zeit. Mit allem, was er getan hat, nach dem Rennen, bei Interviews, der sah immer so leichte Müdigkeit und auch der Tritt. Mhm. Und wenn du dir jetzt einen Pogacar beim Giro anschaust, auch wenn der klar nicht die krasseste Konkurrenz am Start war, also für uns schon, in seinen Augen halt nicht, offensichtlich, das ist ja ein ganz anderer Rennfahrer, wie der da, also allein was er für einen Tritt hat, was er für eine Aura, eine Körpersprache hat. Also, ich weiß nicht, also wenn der dies Jahr die Tour nicht rasiert, dann weiß ich auch nicht, weil das sind komplett unterschiedliche Menschen. Ne? Ja. Aber du hast halt auch nochmal einen Vingegaard in dieser Doku gesehen, auch so gegen Ende, ich habe die schon durchgeguckt, der halt absolut unschlagbar ist in diesen 3 Wochen da. Ja, aber ja. Du siehst aber und auch, dass Grisha Niermann auch. Du siehst aber, dass ein Pogacar nicht da ist, wo er sein müsste. Ja. Also der Tritt, das ist so krass. Hat man auch letztes Jahr eigentlich schon gesehen. Also allein so sein Erscheinungsbild hat sich jetzt dieses Jahr nochmal extrem verändert. Also das erinnert eigentlich wieder an die Jahre zuvor. Und ich glaube auch, das Frühjahr hat Pogacar letztes Jahr viel gekostet. Also so eine Klassikersaison, die ist natürlich sehr, also die ist auf so vielen Ebenen anspruchsvoll, gerade wenn du halt bei den ganzen Rennen noch über Musik mitfährst. Das ist auch mental, laugt dich das, glaube ich, mehr aus, als wenn du jetzt, sorry, alle Bergfahrer, so eine Baskenland-Rundfahrt fährst oder so. Das glaube ich schon, dass das einfach ja ihn letztes Jahr die Topform zur Tour gekostet hat. Das hat er irgendwo aber bewusst in Kauf genommen. Er wollte unbedingt die Flandern-Rundfahrt gewinnen. Hat er dann auch gemacht, muss man auch erstmal schaffen. Und ja, aktuell sieht es auf jeden Fall so aus, dass er bei der Tour gut rasieren könnte. Sein Team ist auf jeden Fall auch fit. Und, absolut. Können wir gleich nochmal mit unserem Gast besprechen. Ja. Aber ja. Wie gesagt, ich fand das nur sehr, sehr interessant, da die Dinge zu sehen. Und ich finde es super lustig, wie halt auch mit so Charakteren gespielt wird in der Serie. Und ich finde es super interessant, so kontrovers. Also es werden ja extra so auch Leute ein bisschen auch übertrieben schlecht dargestellt. Und ich fände es spannend, ob das mit den Leuten so besprochen ist, ob die das so unterschreiben oder abnehmen oder so. Also ein Jasper Philipsen ist ja in der letztjährigen Doku einfach ein super Sympath. Und jeder freut sich für ihn, dass er am Schluss entgegen der schlechten Behandlung von seinem Team, die da schon so schlecht irgendwie wegkommen, die Schlussetappe gewinnt in Paris. Und dieses Jahr ist er einfach von Anfang an der unfaire Buhmann. Und das zieht sich auch bis zum Schluss durch. Es ist beides einfach auch nicht wirklich realistisch. Ja, was ich da aber dann auch wieder, da ist halt tatsächlich, ich finde die Übersetzung schon auch ein bisschen schuld dran. Also du hörst ja im Hintergrund immer das Original und manchmal ist es ja auch einfach Englisch. Und da werden die Sätze schon nochmal anders betont, anders gesagt. Also da sind auch schon so Verschiebungen drinnen. Also die wollen natürlich auch schon was inszenieren, wie du schon sagst. Ja, ich meine, die Szenen, wo dann jeder immer mit seiner Freundin nochmal irgendwo im Wohnzimmer sitzt oder irgendeinem Restaurant irgendwas sagt. Das ist so Cringe-Ebene 100. Das hat Wilma aber auch gesagt. Ja, aber das ist halt, ja, so ist es halt, aber ich glaube, da will man halt auch viel reindichten. So, ja. Was ich aber dann wiederum gut fand, die Szene, wie Ralf hat halt geweint nach dem Etappensieg von Jai Hindley und steht noch am Berg und gibt halt noch Flaschen an fürs Gruppetto wahrscheinlich. Und das war halt, das fand ich schon eine gute Emotion so zu sehen. Also Ralf Denk kommt auf jeden Fall besser weg als Patrick Lefebvre. Ja, gut, das und die Rothoff-Brüder. Das ist auch nicht so schwer. Ja, lass noch kurz in den Transfer-Corner gehen und ganz kurzes Update zu Tracks Gesundheitszustand machen, bevor wir dann zu unserem Gast wechseln. Jayco Alula. Ich habe gar nichts außer irgendeinen Post auf Instagram gelesen, dass Blumenfeld im Gespräch ist, dahin zu wechseln. Der momentan beste Triathlet, ist das so? Ja, ne? Ja, also der gewinnt letzte Olympischen Spiele, wechselt dann auf die Langdistanz, gewinnt da auf Hawaii
quasi den Ironman und will jetzt nochmal Olympiasieger werden. Interessant, wir haben beide das gleiche Management. Also ich könnte da auch mal quasi so, so nachfragen. auch wenn er mir wahrscheinlich nichts sagen wird. Aber ich könnte mir den Schritt tatsächlich vorstellen, weil das weiß ich so ein bisschen, also man gibt, die sprechen auch offen über die Werte, die gefahren werden, aber ich kenne auch so ein paar Werte, die nicht kommuniziert werden zum Teil. Und der Typ ist schon krass. Also so ein bisschen Radfahren kann der auch, da muss halt dann nur noch, dem muss man halt nochmal die richtigen Sockenlänge geben, weil das ist gerade noch so eher das Problem, was ihn unterscheidet. Aber ich könnte es mir vorstellen. Der fährt auch auf Giant, hat eine langjährige Partnerschaft mit denen. Mhm. Kann ich mir schon vorstellen, dass der da mal das probiert. Weil das ist so ein Typ, wenn du den auch verfolgst, der arbeitet so in Kapiteln, weißt du? Also der wird das und das gewinnen und dann brauchst du die nächste Herausforderung. Ja, genau. Und ich könnte mir echt vorstellen, dass der mal wechselt. So ein paar Ausflüge gab es ja auch schon von hier und da. Ich meine, Cameron Worth. Ja, das immer noch bei Ineos? Das, nee, ne? Ja, das ist ja aber nicht, das, ne? Das ist schon ein anderes Niveau noch, ne? Ja, ja, klar. Ja, ich bin gespannt. Also, man kennt ja einfach keine Vergleichsdaten oder Rennen von ihm. Und gleiches Team? Simon Yates? Ich wollte gerade nur noch mal sagen, auch wenn er den Podcast wahrscheinlich nicht hören wird, mach's nicht. Ja. Ich glaube, das wird ein Epic Fail. Prophezei es jetzt nur mal so. Was? Also, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen. Also, mit 30 Jahren jetzt nochmal so die Skills im Feld zu fahren und dafür sind jetzt, sorry, auch nochmal an alle Triathleten, die Triathleten jetzt nicht so die großen Steuerkünste. Auch als Fahrertyp würde jetzt wahrscheinlich auch kein reiner Bergfahrer mehr mit 75 Kilo, auch wenn er da vielleicht noch ein bisschen was dran runterkratzen kann. Und was soll er dann groß fahren? Also, natürlich wird er irgendwie vom Leistungsniveau in der World Tour mitfahren können. Keine Frage, aber so, ob er da so richtig erfolgreich dann teilnimmt, weiß ich nicht. Also. Ja, ich finde es aber, ist ein interessantes Gerücht. Ey, keine Ahnung, wer weiß es, ne? Ja. Also, genau, so. Ich freue mich auch immer über sowas. Aber ja, also, Simon Yates zu Wismar. Simon Yates ist der Jayco Yates, ne? Ey, das habe ich diese Nacht geträumt. Echt? Ja. Ja, der Jayco Alula, ja. Andi Stauf, das Radsport-Orakel. Ich habe es mir noch irgendwie so gedacht, weil jetzt auch Adam Yates bei der Tour de Suisse natürlich auch extrem stark war. Ganz kurz, weißt du, warum du es gedacht hast? Weil die News ist schon seit mehreren Tagen, schwirrt die im Internet rum. Du hast wahrscheinlich irgendwo so beiläufig gelesen und dann so im Unterbewusstsein es wahrgenommen. Ich habe es gerade erst nochmal gegoogelt, als ich hier in der in unserer Planung hier gelesen habe. Ja, also wenn das jetzt so wäre, ich finde es jetzt irgendwie kacke, dass sich das nochmal neben UAE alle anderen Topfahrer bei Wismar in der Mannschaft sammeln. Wird natürlich dann schwieriger für andere Teams da anzuknüpfen, ne? Und dann noch irgendwie gegenzuhalten. Also ich fände es schon fast schade. Allerdings war ja auch eigentlich Simon Yates lange Zeit der erfolgreichere der beiden und hat jetzt so, ich weiß gar nicht warum genau, da so ein bisschen nachgelassen. Für ihn persönlich wäre es natürlich wahrscheinlich nochmal ein guter Boost oder könnte es ein guter Boost sein für die Karriere. Wismar ist jetzt ein Team, das bekanntlich noch keinen Fahrer wirklich langsamer gemacht hat, ne? Also ja, wäre auf jeden Fall spannend. Sagen wir mal so, auf der einen Seite, aber auch vielleicht ein bisschen schade, wenn es dann, wie gesagt, sich so die ganzen Top-Fahrer so in zwei Teams dann tummeln. Bisschen langweilig dann auch irgendwann, oder? Red Bull Bora wird ja auch noch ein bisschen einkaufen. Was man so hört. Ja. Schauen wir mal. Klar, ist so das Team, das da so ein bisschen dann noch auch konkurrenzfähig sein könnte in Zukunft, aber also aktuell ist es ja trotzdem noch so, dass die anderen beiden Teams ein bisschen Vorsprung haben. Ja, das stimmt. Hast du Infos zu Theos Gesundheitszustand? Heute Meldung, Ciccone und er Covid eingefangen? Einer Covid und einer eine Grippe, aber ich weiß nicht. Oder irgendwie sowas, ne? Also nicht beide Covid auf jeden Fall.
laut Meldung. Ja, sind auf jeden Fall mehrere Fahrer mit Covid jetzt in letzter Zeit. Ist jetzt vielleicht nicht mehr so eine Meldung wert bei jedem Team. Ging aber auf jeden Fall rum im Peloton, sowie bei beiden Vorbereitungsrennen jetzt zur Tour nochmal. Tour de Suisse und davor auch Dauphiné. Theo geht schon wieder besser, ist aber immer noch nicht topfit oder immer noch nicht wieder gesund. Deswegen ist es einfach zum Tourstart hin unrealistisch. Ist natürlich schade. Aber ja, ist ja noch in einem Alter, wo er hoffentlich noch ein paar Mal die Chance hat, dann gesund und mit Topform bei der Tour in den Start zu gehen. Aber der hat schon auch die Scheiße gepachtet, ne? So ein bisschen, ja. Muss man sagen. Ja, muss man sagen. Ja. Nach seinem Giro-Sieg auch extrem viel Pech gehabt mit Stürzen, Gehirnerschütterungen, auch alles zum schlechten Zeitpunkt immer. Also es gibt vielleicht nie einen guten Zeitpunkt, aber es gibt auf jeden Fall bessere. Kommt dann halt nochmal super stark zurück zum letztjährigen Giro, bricht sich da das Bein. Also nicht jede Karriere geht nur immer in eine Richtung, ne? Ist immer auf und ab. Und beim anderen ist er vielleicht ein bisschen mehr mit Rückschlägen zu kämpfen, ne? Aber da hat er sich eigentlich bisher immer wieder zurückgekämpft und das zeichnet ja auch letztendlich so einen großen Sportler aus, ne? Nicht andauernd erfolgreich zu sein, sondern wie geht man mit Rückschlägen um? Also viele sind auch lange sehr erfolgreich und dann einen Rückschlag und die Karriere ist vorbei. Da bin ich mir sicher, dass Tao da jetzt auch wiederkommt. Und wer weiß, also ich versuche ja immer das Positive bei sowas zu sehen und das den Sportlern zu vermitteln. Wenn jetzt sich bei der Tour und beim Giro alle aufgeraucht haben, gibt es ja auch immer noch eine dritte Rundfahrt im Jahr. Eine dritte große Rundfahrt. Und das wäre vielleicht dann auch nochmal ein realistisches Ziel für dieses Jahr. Weil man auch sagen muss, das Niveau jetzt war vielleicht schon wieder sehr, sehr, sehr gut, aber auch nicht so gut, wie es letztes Jahr beim Giro war. Mhm. Und vielleicht ist es jetzt genau dieser Zeitraum, wo er das nochmal erreichen kann und dann, glaube ich, hätte er auch realistische Chancen da, ums Podium mitzufahren. Das ist halt sehr bitter für Trek, wenn jetzt er und Giulio Ciccone auch nicht fit wären bis zur Tour, weil einer von beiden wäre schon gut zu haben. Ich glaube, Ciccone hat so seine GC-Ambitionen ja so ein bisschen hinten angestellt. Der war natürlich als Etappenjäger da bei der Tour gerade in der letzten Woche nochmal ein Favorit vielleicht für die eine oder andere Etappe. Aber was ja das Team für mich auf jeden Fall auszeichnet, ist so dieser Team-Spirit. Und da glaube ich, werden jetzt auch die Nachrücker irgendwie sich gut einfinden. Und dann kann das Team halt trotzdem auch Spaß machen bei der Tour jetzt. Vielleicht nicht so in GC-Hinsicht, aber bei den ein oder anderen Etappen kann ich mir vorstellen, dass sie da als Kollektiv schon gut für Furore sorgen werden. Absolut. Paul, wie sieht's aus? Haben wir einen Wartegast? Wartraum? Ja. Ja. Wollen wir einen reinlassen? BZ? Berliner Zeitung oder was? So, Besenwagen heute. Ich habe es falsch angekündigt. Ich habe gesagt, wir fahren in Ruhrpott, aber ich glaube, wir sind nach Menden gefahren, wenn ich mich richtig erinnere. Ist das so? Wir können auch immer noch in Ruhrpott fahren. Ja, dann holen wir dich in Menden ab und fahren in Ruhrpott. Altbekannter Besenwagen-Gast. Ich mache auch Kurzerklärung, denn Ben Zwiehoff und ich haben eine bewegte gemeinsame Vergangenheit. Irgendwann mal auf Malle zufällig kennengelernt. Ben Zwiehoff, mittlerweile, glaube ich, drittes Mal im Besenwagen. Für Leute, die neu einsteigen oder das noch nicht mitbekommen haben. Damals auf Malle dachte ich mir, Ben Zwiehoff, guter Mountainbiker, aber auf Straße könnte noch besser sein. Und dann haben wir das irgendwie zusammen durchgezogen. 2020 war das große Umbaujahr, 2021 Vertragsbeginn World Tour Bora Hansgrohe. Seitdem ist viel passiert. Ben Zwiehoff 30 geworden. Ich war auf einer Hochzeit zwischenzeitlich. Ich habe die Geburt einer Tochter von Ben Zwiehoff mitbekommen. Genau, das war alles ich. Das war alles von dir. Ja. Immer. Ja, und mittlerweile können wir, glaube ich, alle sagen, etablierter
etablierter World-Tour-Berghelfer bei Bora Hansgrohe und teilweise auch selbst erfolgreich. Paar zweite Plätze mittlerweile schon eingefahren. Und ansonsten darf er, glaube ich, dieses Jahr, er kommt jetzt frisch von der Tour de Suisse und darf dieses Jahr, glaube ich, nochmal bei der Vuelta an den Start. Und wir schauen mal, was er uns so für Insights... Darüber wird noch nicht zu viel verraten von dir. Ja, ich weiß. Also ich habe in der Einleitung schon gesagt, dass du noch nicht so viel erzählen darfst zu den Umbauten, die es da demnächst gibt. Nein, aber auch Rennplanung kann ich dir noch gar nicht sagen. Habe ich selber noch nicht, weiß ich noch gar nicht. Das wird jetzt alles um den Tourkader herum entschieden. Aber nichtsdestotrotz, du hast das sehr schön eingeleitet und ich kann da eigentlich nur zustimmen. Du warst überall dabei, gefühlt auch im Kreissaal. Das passt schon so, wie du es zusammengefasst hast. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, gerade aus meiner Perspektive, so, wir haben das am Anfang zu zweit begonnen. Ben mittlerweile zu Marc Bartor, zu Team Vision in ein professionelles Management gewechselt. Und ich glaube, wir sind da beide auch ganz glücklich, man muss ja auch sagen, das war ja am Anfang irgendwie mehr oder weniger so ein Joke. Wir haben da ja zusammengesessen und da so drüber gewitzelt, wie das sein könnte. Du dachtest, ist das ein Joke? Ja, keine Ahnung. aber so in dem Sinne war das so eine witzige Idee von uns, dass wir gesagt haben, ja komm, das wäre schon geil irgendwie, aber dass das dann alles so auf dem Niveau dann irgendwie funktionieren würde, da glaube ich, hast du vielleicht mitgerechnet? Ich noch nicht so richtig. Ich habe die Vision nicht so gehabt wie du, aber ich bin dir sehr dankbar, dass es dann jetzt so gekommen ist. Da beklage ich mich auf keinen Fall. Wie gefallen dir eigentlich die neuen Red Bull-Trikots? Kann ich dir auch noch nicht sagen, weil ich sie noch nicht gesehen habe. Das wäre schön, wenn ich das schon wissen würde. Tatsächlich in diesem ganzen... Ich kann dir ein Foto vom Bus schicken. Zuge. Ja, dann schick mir ein Foto vom Bus. Ich hab noch nichts gesehen. Also das ist wirklich so. Wir sind da jetzt, das haben die, glaube ich, auch bewusst so gemacht, um den laufenden Saisonbetrieb nicht allzu sehr zu stören. Wir sind da komplett so, dass wir uns auf die Rennen konzentriert haben und da echt nicht viel von mitgekriegt haben. Also die machen das sehr, sehr gut alles im Hintergrund und ich bin mir selber gespannt. Ich finde es auch cool, da ist so eine Aufregung mit dabei und wir haben selber dann so ein bisschen Überraschung. Wie geht's dir denn und wie war's bei der Tour de Suisse? Gehen wir doch mal an die aktuellen Dinge kurz ran. Oh, ja, mir geht's soweit ganz, ganz gut. Also ich bin in diesem Jahr so ein bisschen, dass ich sage, mit meinen eigenen Ergebnissen noch nicht ganz so zufrieden. Ich war immer auf einem ganz guten Niveau, aber nie so, dass ich meine absolute Top-Shape dieses Jahr irgendwo schon mal abgerufen hätte. Was sicherlich auch so ein Stück weit saisonplanungsbedingt war, dass ich relativ früh mit Australien schon angefangen habe und mich dann nach Katalonien echt eine blöde Krankheit ziemlich rausgeworfen hat. Deswegen komme ich jetzt von der Tour de Suisse mal wieder mit schweren Beinen so ein wenig, weil natürlich Tour de Suisse eins der härtesten Rennen auch ist, gerade weil es so nah an der Tour de France dran ist und ja, die Vorbereitung bei vielen dann natürlich schon mehr oder weniger abgeschlossen ist. Und das hat man in den letzten, wie lange war es, 8 Tagen, dann doch ganz gut gemerkt, dass die Leute Tourform haben. Gerade UAE hat da ein ganz schönes Spektakel abgefackelt und insofern habe ich mir jetzt mal 1-2 Tage nur ganz lockeres Training gegönnt, weil ich echt ziemlich im Arsch war. Wie nimmt man das so wahr, wenn da so eine Mannschaft das einfach so krass rasiert? Also die haben ja wirklich irgendwie sich, also so, finde ich, dass sie irgendwie Schnick, Schnack, Schnuck gespielt haben, um den Etappensieg untereinander auszumachen. Ja, also in erster Linie nimmst du das erstmal wahr, dass der ganze Tag immer richtig schnell ist. Du hängst da immer nur in der Reihe und denkst, boah, krass, wie fahren die eigentlich da vorne? Dann ist bei der Tour de Suisse dieses Jahr das Extrem gewesen, dass nur Motopacing war. Also die Motorräder waren super, super nah dran und dann bist du auf den Flachstücken immer eine 65 gefahren und hingst nur in der Reihe drin und hast dir gedacht, Alter, das gibt's doch gar nicht. Und da merkst du halt schon, wenn eine Mannschaft so ein Niveau halt dann schon mitbringt. Und teilweise dann natürlich auch so viel besser ist mit den Leadern als alle anderen, dann ist es für alle schwer. Und ich glaube, das hat man dann am Ende bei den Ergebnissen auch relativ deutlich gesehen, dass da UAE schon ganz gut, wie sagt man heutzutage, am Kochen war. Let them cook. Let them cook, ja, das haben sie gemacht da auf jeden Fall. Ja, krass. Mir fällt nur noch so ganz quer ein, einen wichtigen Erfolg dieses Jahr ist schon geholt, nämlich Vicksburg kommen.
Den was? Also, ja, da geh ich ja nicht drauf. Also das sind ja so Sachen, die nimmst du dann aufgrund auch meines neuen Trainers John Wakefield mit, weil er einfach ein sehr, sehr hartes Training mir immer verordnet. Und dann, weiß ich nicht, dann hast du in so Einheiten dann halt gerne auch mal den einen oder anderen kommen, der in den letzten Jahren da vielleicht nicht angetastet wurde, den mal einkassiert. Hast du so ein bisschen die Veränderung jetzt im Team auch selber wahrgenommen? Also ich weiß, du hast gerade gesagt, okay, es ändert sich alles gerade so relativ ruhig im Hintergrund, ihr werdet damit nicht so belastet, aber musst du ja trotzdem spüren, dass es eine Veränderung gibt im Team, oder? Also ich meine, mit den Leuten, die jetzt in den letzten Jahren ins Team gekommen sind, wird ja auch wahrscheinlich mehr Budget reingespült, generell jetzt durch Red Bull, anderes Stuff, neuen Trainer. Hat sich dahingehend für dich auch nochmal viel verändert, was das Training angeht? Also da würde ich sagen, war das die letzten Jahre ja schon immer so ein bisschen so. Wir sind ja seit Jahren jetzt schon auf dem Weg dahin, dass wir sagen, wir wollen eine der besten GC-Mannschaften der Welt sein. Und das hat dann ja eigentlich schon 2022 so ein bisschen mit den Fahrertypen und dem sozusagen Umbau angefangen. Und dass wir dann gleich im ersten Jahr den Giro geholt haben, war natürlich super geil. Aber war in dem Sinne ja überhaupt nicht, klar, man nimmt das, also das Team nimmt das natürlich gerne mit, aber es war ja nicht zu erwarten oder nicht geplant. Deswegen sind wir eigentlich in diesem Prozess sozusagen, habe ich das Gefühl, schon seit 2022 drin. Und da hat sich dann natürlich im Laufe der Zeit auch ein bisschen was strukturell verändert, dass dann andere Soigneurs dann auch noch da waren im Hintergrund oder die Trainer durchaus auch mal gewechselt sind. Und insgesamt muss ich sagen, hat unser Team genauso wie alle anderen Teams in der World Tour jetzt in den letzten Jahren schon auch eine Professionalisierung nochmal mitgemacht. Man hat den Eindruck, dass das von Jahr zu Jahr echt nochmal mehr wird. Gerade auch was Nutrition angeht, was Rennverpflegung angeht und so weiter. Da wird sehr, sehr viel geschraubt im Hintergrund und das kriegt man ja onstage alles nicht so viel mit, aber da hat sich seit 2021 sehr, sehr viel getan. Und was war für dich so selber persönlich die größte Veränderung? Ja, ich muss sagen, dass das halt einfach, ich glaube, das ist eigentlich so schwer zu sagen, weil ich ja 2021 im Nachhinein war mein erstes Jahr auf der Straße und da war ich natürlich mit allem irgendwie so maßlos überfordert, dass ich gar nicht so diese ganzen ja, internen Strukturen so richtig gecheckt habe. Also da war ich ja am Anfang so weit weg von, da habe ich mich drauf konzentriert, einfach nur irgendwie heil ins Ziel zu kommen bei jedem Rennen. Und dadurch, dass ich den Sport halt dann irgendwann auch viel besser verstanden habe und in dem Sinne dann auch viel gelernt habe, sind mir natürlich auch dann Dinge aufgefallen in den Strukturen, wo man dann sagt, okay, da ändert sich was. Persönlich natürlich meine größte Änderung, die mich jetzt am meisten, jetzt sage ich mal, alltäglich betrifft, ist der Trainerwechsel von letztem auf dieses Jahr. Da bin ich von Helmut Dollinger, der jetzt zu Q365 gewechselt ist, zu John Wakefield. Und das ist halt, wenn man sich das vorstellt, Heli war so ein bisschen noch alte Schule, würde ich sagen, der trainiert auch so ein bisschen mehr Umfang und so weiter. Und John ist halt, kommt von UAE und ist ein, ich würde sagen, wirklich einer der besten Trainer der Welt, wenn du ihn da in seiner täglichen Arbeit immer siehst. Und der macht halt ein ganz anderes Programm, viel mehr Intensität, viel härter. Und ja, da vertraue ich halt auch nochmal drauf, dass das jetzt in Zukunft noch einen großen Benefit für mich hat. Und ja, das beeinflusst mich, würde ich sagen, am meisten so von den ganzen Changes. Der Rest geht so im Hintergrund verstanden. Und da glaube ich nicht mal, dass so die Fahrer da so wahnsinnig viel erstmal von mitkriegen. Das wird sich wahrscheinlich langfristig dann so bemerkbar machen. Du hast gerade gesagt, so irgendwann hast du den Sport erstmal verstanden. Ich glaube, das ist super interessant und vielleicht fallen dir drei Sachen ein, wo du sagen würdest, das hast du irgendwann verstanden, was für Außenstehende vielleicht greifbar wäre. Also es ist das erste Mal, macht es dann, finde ich, hat es so bei mir Klick gemacht, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, aber ich hatte irgendwann mal ein Rennen, wo ich so gedacht habe, Alter, okay, jetzt brauchst du dich nicht mehr konzentrieren beim im Feldfahren, das funktioniert jetzt einfach. Und dann hast du natürlich eine ganz andere Blickweise auf das Rennen selbst und siehst dann Dinge, die du vorher halt nicht gesehen hast. So, wer geht jetzt auf welche Ausreißergruppe?
weiß ich nicht, welche Teams haben welche Ziele, welche sportlichen Leiter haben vielleicht welche Ziele. Das sind alles so Sachen, damit kannst du dich am Anfang gar nicht befassen, weil du so mit der Dynamik des Feldes so überfordert bist, wenn du das nicht gewohnt bist. Und das lernst du halt dann dazu. Und dann hast du halt einen ganz anderen Blickwinkel auf die Dinge und kannst so ein Rennen dann auch lesen in dem Sinne. Und das hätte ich vorher nicht gedacht, dass ich das in meinem Leben mal hinkriege. Aber das wird so langsam. Natürlich ist es immer noch so, dass ich in einem Lernprozess bin und da mich noch versuche, in jedem Rennen weiterzuentwickeln. Aber so langsam würde ich sagen, kommt das, dass man den Sport an sich so verstanden hat und weiß, okay, jetzt wenn ich einen Pro-Cycling-Manager auf der PlayStation anschmeiße, dann wüsste ich, wie ich da wahrscheinlich irgendwie mein Team halbwegs nach vorne kriege. Wann war das? Weißt du das noch? Bei welchem Rennen? Wie lange hast du denn ungefähr dafür gebraucht? Ich denke mal, das erste Mal, wo ich so sagte, ey, cool, das klappt jetzt so halbwegs, war Mallorca 22, also nach dem ersten Jahr. Gut, Mallorca sind jetzt auch nicht die größten Rennen, muss man auch sagen. Das ist da sicherlich dann auch nochmal ein bisschen einfacher als bei einer Grand Tour. Aber dann so die ganze letzte Saison, wo dann auch die Ergebnisse dann endlich mal gestimmt haben, da habe ich das dann eigentlich schon in jedem Rennen gemerkt, okay, krass, jo, die haben das vor, wir wollen das. Und hier macht es jetzt Sinn mitzufahren, da macht es keinen Sinn. Und habe dann selber mir auch vorm Rennen mal so ein paar Strategien zurechtgelegt. Zum Beispiel Coppi Ibartali letztes Jahr, wo ich dann auf GC gefahren bin und dann mich einen Tag vor Schluss noch in einer großen Ausreißergruppe wieder befunden habe und versucht habe, darüber vielleicht noch das GC zu gewinnen und so weiter. Das sind dann so Sachen, damit kannst du dich, wenn du am Anfang in den Sport reinkommst, gar nicht befassen, weil du gar nicht die Möglichkeiten hast, im Rennen darüber nachzudenken. Und jetzt, sowas kommt dann immer mehr, dass man sich auch Taktiken zurechtlegen kann und vielleicht mal überlegen kann, hey, wie kann ich selber auch erfolgreich sein. Es war auf jeden Fall ein sehr, ich würde jetzt sagen lustig, aber ich glaube, es war überhaupt nicht lustig, deine erste Woche im Profi-Radsport, wo man dich in die Emirate geschickt hat als erstes Rennen. Das zum Beispiel ist auch sowas, was du jetzt sagst, Fonzi, das ist ja. So ein Blickwinkel, der sich bei mir natürlich voll geändert hat. Ich bin letztes Jahr UAE, bin ich Top 10 gefahren im GC, ja. Und da war ich natürlich im ersten Jahr so weit weg von, dass ich da, wenn ich da jetzt rückblickend nochmal drauf schaue und so überlege, mein erstes Straßenrennen mit dieser scheiß Windkanten-Etappe da in der Wüste, komplett Chaos. Seitdem habe ich auch nie wieder so eine Windkanten-Etappe erlebt, die so chaotisch war. So, das sagt ja eigentlich schon alles aus. Ich habe seitdem, weiß ich nicht, wie viele Renntage habe ich jetzt? 300, 400? 300 würde ich mal schätzen, vielleicht so um den Dreh jetzt mit diesem Jahr. Ja, da habe ich nur selten solche Tage erlebt, wo es so extrem war. Und dann auch, das kannst du keinem erzählen, dass du da so ein Rennen als erstes Straßenprofi-Rennen hattest. Das war natürlich im Nachhinein harte Schule, aber es hat auch nicht geschadet, glaube ich, weil natürlich war es in dem Moment scheiße. Und dann hast du dir schon ein, zwei Fragen gestellt, ob das so die richtige Entscheidung war. Aber im Nachhinein war das schon auch irgendwie dann schon cool, dass man dann hinterher sagen kann, hey, ich habe es trotzdem geschafft, ich habe keinen DNF da gezogen, ich bin ins Ziel gekommen, ich war nicht out of time limit oder irgendwas. Und das sind dann so Sachen, wo du dann vielleicht im Nachhinein doch stolz drauf bist und sagst, hey, komm, es hätte auch ganz anders ausgehen können. Es gibt auf jeden Fall so ein paar Rennen, also wenn du da durchkommst, da lernst du viel mehr als bei anderen Rennen. Und ich glaube, dann so Windkantenrennen dann auf jeden Fall die Rennen, die dich da weiterbringen, weil da wird halt jeder Fehler direkt bestraft. Ne? Also wenn jetzt beim normalen Straßenrennen mal irgendwie mehr verpasst, in der Position zu sein, kannst du irgendwie glatt bügeln, aber Windkante war es das meistens. Voll, bin ich komplett bei dir. Also das. Du hast? Das sind ja so Sachen, wo ich selber immer noch auch dazu lerne. Ich habe es dieses Jahr mal UAE geschafft, in der ersten Staffel mal durchzukommen mit ganz wenigen GC-Fahrern. Das ist dann schon auch so, dass man dann sagt, hey, cool, das ist ja doch was, woran du anknüpfen kannst. Aber da bin ich auch weit weg davon zu sagen, dass mir das jetzt jedes Mal gelingt. Da gibt es halt Leute, die machen das von Kind auf, die lernen das in der U11 schon, gerade auch in Holland und Belgien, und denen machst du dann natürlich gar nichts vor. Also das ist halt auch immer noch das Problem, dass da immer Leute dabei sind, die das extrem gut können. Ja. U23 ist auch ein gutes Feld, um zu lernen, weil da wird auch teilweise noch super hart gefahren. Also ich meine, bei den Profis ist man dann irgendwann ja so vernünftig, dass man sagt, okay, wir müssen uns jetzt hier nicht
um Leben und Tod um die Position streiten. Das ist in der U23 noch oft anders. Deswegen auch finde ich es immer gut für Juniorenfahrer, die Klasse noch mitzunehmen. Aber ich habe gerade mal geguckt, 239 Renntage bis heute. Also sind noch gar nicht 300. Ja, guck mal, da geht, da ja, geht ja noch. Da fühlt ich ja, sich mehr an, scheinbar. Ich noch weniger gebraucht, als ich dachte. Ja, guck mal. Fühlt sich scheinbar... Ja, aber guck mal, das ist ja dann vielleicht... Vielleicht fühle ich mich auch einfach erfahrener, als ich bin. Das ist ja auch kein schlechtes Zeichen. Was ich noch ein ganz interessantes Thema finde, ist, du bist ja definitiv ein Bergfahrer. Und so Typen... Also deines Fahrertyps, Leute deines Fahrertyps und gerade auch in so Mannschaften, zu denen ich Bora jetzt natürlich auch zähle, also Top-Mannschaften Richtung GC, Bergfahrer pflegen ja doch oder ziehen ganz gern irgendwo in bergigere Gefilde in die Höhe oder zumindest, wo man lange Anstiege trainiert. Du bleibst im... ja, zumindest nahe des Pots wohnen, bist jetzt ein bisschen Richtung Sauerland mit Familie gezogen und so weiter. Training scheint für dich da zu funktionieren. So, du arbeitest mit dem Höhenzelt, gib uns da mal ein paar Einblicke, wie so deine Erfahrungen sind und deine Arbeitsweise da ist. Ja, das, ich sag mal, klar hast du natürlich als Bergfahrer auch das Bedürfnis, lange Berge mitzunehmen. Das geht ja hier bei uns jetzt im Sauerland auch deutlich besser, als es noch im Ruhrpott der Fall war. Das war auch einer der Gründe, warum wir uns dazu entschieden haben, hier dann hinzuziehen. Ich kann ja auch, wenn ich da Richtung Winterberg fahre, kann ich auch mal eine halbe Stunde irgendwie oder Anschlagberg hochfahren, das geht schon. Du weißt es selber, ich habe ein Höhenzelt, das benutze ich auch regelmäßig, wenn es die Zeit zulässt. Dieses Jahr hat es sich leider noch nicht angeboten, weil ich entweder krank war oder auf Rennen war. Aber das ist mein Setup. Das wird aber nie komplett natürlich die Trainingslager irgendwo in Bergen ersetzen. Also ich muss auch sagen, wir sind ja so viel unterwegs, entweder auf Rennen oder dann halt auf Trainingslagern privat vom Team, dass der Wohnort meiner Meinung nach immer nur eine sekundäre Rolle spielt. Im Winter ist das immer wichtig. Also ich sehe das so, dass der Winter im Süden, wo es wärmer ist, schon deutlich zielführender ist, als wenn du irgendwie zu Hause in der Kälte trainierst, ganz klar. Das machen wir aber auch schon immer. Also das haben Julia und ich ja in den letzten Jahren jetzt quasi eigentlich jeden Winter gemacht, dass wir da uns irgendwie mal eine Finca oder ein Airbnb oder was gemietet haben und dann eine lange Zeit auf Mallorca waren. Von daher sind die Tage, die du echt dann hier zu Hause bist, ja so begrenzt, dass du, ich würde mal schätzen, vielleicht eine richtige Trainingsphase im ganzen Jahr hier hast. Und die genieße ich dann aber auch, weil da im Sauerland natürlich auch schöne Strecken sind, die mir wahnsinnig viel Spaß machen und dann auch völlig ausreichend sind, um da sich richtig intervallmäßig die Kante zu geben. Also da, glaube ich, muss man nicht immer in die Alpen ziehen. Hast du eigentlich so das Gefühl, dass du dich im Team gefunden hast? Also dass du deinen Platz jetzt auch da hast? Also ich meine, du bist ja bei vielen Rundfahrten auch als Helfer dabei, hast gerade auch schon gesagt, ein paar Mal eigene Chance, aber sowas wie eine Tour, ist es für dich immer noch so ein Ziel oder weißt du einfach auch, dass es wird einfach sehr, sehr schwer, jetzt gerade auch mit, wie sich das Team entwickelt, da reinzukommen oder gerade auch, weil du ein guter Bergfahrer bist, wird es sogar vielleicht wahrscheinlicher? Also wie ist so da dein Gefühl? Also ich habe meinen Platz definitiv gefunden. Also ich bin super happy. Mir taugt meine Rolle auch extrem. Also es macht mir extrem viel Spaß bei den großen Rundfahrten da eher als Helfer zu agieren, aber auch da immer mit der Option, dass wenn ich richtig gut drauf bin, auch mal irgendwie eine eigene Chance abfällt und dann bei den kleineren Rundfahrten auch häufig das GC zu kriegen. Das macht mir richtig, richtig Spaß. Ich bin super integriert, ich komme mit allen Leuten super gut klar, sei es jetzt Staff, sei es Fahrer, sei es Management. Ich mag die alle, das ist meine zweite Familie geworden. Und ja, Tour ist natürlich ein Riesenziel von mir. Das will ich das auf jeden Fall auch noch erreichen. Also es ist eines der ganz wenigen Rennen, die ich noch nicht gemacht habe. Und so ein Stück weit hat man, wenn man in den Sport erst so spät reinkommt, ja auch so vor Augen, dass man so viele Rennen wie möglich irgendwie noch mitnehmen will. Und da gehört die Tour auf jeden Fall dazu. Wie wahrscheinlich das ist, das hängt ja dann am Ende auch immer von deinen eigenen Leistungen ab. Wenn du am Berg richtig stark bist und sagst, ich will helfen, ich bin ein loyaler Helfer, dann glaube ich, wird auch immer
eine Chance sein, da ins Line-Up reinzurutschen. Auch wenn die Ziele natürlich jedes Jahr ambitionierter werden. Und das ist aber auch so ein Stück weit mein Anspruch und das möchte ich in den nächsten Jahren auf jeden Fall auch erreichen. Wer ist der Teamkollege, mit dem du die meisten Rennen gefahren bist? Ich habe nämlich gerade hier noch eine andere Statistik gefunden. Gute Frage. Die hast du ja rausgesucht. Ne? Ja. Ich würde, wenn du mich jetzt fragst, würde ich fast auf Cece tippen. Cesare Benedetti. Mit dem bist du schon 113 richtig. Rennen zusammengefahren. Ey, Andi, schau über dir. Ich glaube, ich bin mit dem auch meine meisten Rennen gefahren. Kannst du gerade mal nachgucken? Ja, ich wollte gerade sagen, das liegt ja aber nicht an mir, sondern es liegt ja an Cici, genau. Der jedes Rennen fährt. Nee, aber Cici ist halt so ein, der hört jetzt auch auf, ne? Also ich weiß nicht, ob er so einen Podcast hört, aber der hört Ende August auf und wird dann sportlicher Leiter, ich glaube, in dem U23-Team von Bora oder von Red Bull, Bora, Hans Grohe, wie auch immer das dann heißt. Aber das ist halt so ein Fahrer, den konntest du immer auch schicken, ne? Also das war auch so seine Rolle im Team. Der hat halt, der ist halt einfach alles gefahren. Der ist von Berg. Der will ja auch alles fahren. Also das ist sehr viele Qualitäten. Ja, Berg zu Klassiker, einfach alles, alles machen können. So. Ja. Fun Fact. Der kann alles, ja. Also ich bin auch ein bisschen wehmütig, dass er aufhört. Also der wird natürlich auch ein super sportlicher Leiter, Cici, das muss man auch ganz klar sagen. Ich war jetzt erst wieder auf dem Zimmer in der Schweiz mit ihm. Er hat super geilen Humor und ist echt einer der loyalsten Typen, die du im World Tour Business wahrscheinlich finden wirst. Zeugt ja auch davon, er war immer im gleichen Team, ist nie gewechselt. Das zeigt ja, dass da so ein Stück weit auch Verbundenheit vorhanden ist. Und ja, umso geiler, dass er jetzt dann die nächsten Jahre da als sportlicher Leiter dran anknüpft. Fun Fact Andi? Ist auf jeden Fall, dass ihr beide 113 Rennen mit Cesare Benedetti gefahren seid. Ernsthaft? Ja. Nee. Okay, Paul gab es noch ein paar Fahrer, die, mit denen du mehr gefahren bist. Unter anderem Sam Bennett. Und mit dem du die meisten Rennen gefahren bist, ist Zach Dempster. Ja, stimmt. Wirklich? Ja. Das ist auch crazy. Ja, ich bin alt, Junge. Das ist auch schon lange her. Ja, so alt bist du jetzt ja auch noch nicht. Das find ich krass. Also hätte ich eher auf Cici echt getippt. Oder? Ja, nee, das stimmt schon, weil ich auch viele Klassiker gefahren bin. Und Zach und ich hatten echt viel das gleiche Programm. Interessant. Ja, der sportliche Leiter bei Ineos, glaube ich, mittlerweile ist. Ja. Okay, nice. Ja, wie auch immer. Also ich meine, du hast ja noch ein paar Jahre, ne? Bis zum Karriereende, hoffe ich mal. Ja, das hoffe ich auch. Also das geht bestimmt noch ein bisschen weiter. Mal sehen. Aber was mich jetzt mal kurz interessieren würde, jetzt kurz vom Radsport weg. Du bist du aus dem Ruhrpott? Ja, ich bin in Essen geboren. Okay. Bist du Fußballfan? Klar, also ich bin Vereinsmitglied bei Rot-Weiß Essen und natürlich, ich habe in Dortmund gelebt, BVB-Fan, klar. Okay. Wie, also findest du es gerade schade, nicht in Dortmund zu leben, jetzt gerade, wo die WM stattfindet oder im Ruhrpott? EM. EM. Ich weiß nicht, ja. Ich habe gestern zu meiner Frau noch gesagt, ja, ich bin eigentlich doof, dass ich mir mal wieder keine Karten organisiert habe. Irgendein Spiel hätte ich mir schon gerne angeguckt, aber... Am Ende ist es wie immer, wir sind so viel unterwegs, ich komme eh so selten ins Stadion. Das macht zum Beispiel Nils Pollitt wesentlich besser, der sehr, sehr regelmäßig beim FC Köln. Ja, da will aber auch niemand hin. Das ist ja, also die spielen, glaube ich, auch dritt. Stimmt nicht. Nein, Andi, ganz ruhig. Ich will dich nur ein bisschen triggern, aber welche Liga spielt Köln jetzt dritte? Also ich will dich dahingehend nicht deswegen korrigieren, sondern weil das, glaube ich, eins der Stadien ist, wo du am schwersten reinkommst. Also wir haben... Ja. Andi, 10.000 weiß, Leute auf der Warteliste. Das wie in Berlin mit Union. Ich verstehe das schon. Ich will hier nur ein bisschen triggern. Das ist das einzige Thema in unserer beiden Beziehung, wo du so ein bisschen Emotion zeigst, wenn ich über ersten FC Köln rede. Bis sonst so komplett alles egal. Wenn ich irgendwas über FC Köln sage, dann triggert dich das. Nee, das auch nicht. Das spannt sich die Unschnur. Ihr müsst ja vielleicht nochmal einen Nils dazu holen und den noch mit ins Boot holen, dann gibt es richtig Stress. Ja. Nee, mit dem lege ich mich nicht an, weil der, also, nee. Bei Andi weiß ich, das bleibt nur. Bei Nils wäre ich mir jetzt nicht so sicher, ob der, ja. Ich hab schon wieder die Videos auf Insta von Nils gesehen, wie er da, also besser gesagt bei Juri habe ich das gesehen, Hollmann, wie er hinter Nils mit 70 Sachen im Training hergefahren ist. Der wird uns am Wochenende bei der DM, ich weiß ja nicht, wann der Podcast hier gesendet wird, aber am Wochenende ist DM. Wird er uns sicherlich den einen oder anderen
Schmerz in den Beinen bereiten. Ja, ich glaube, der wird Bora auch bei der Tour Schmerz bereiten. Davon will, das auch, glaube ich. Ausgehen. Also das schon. Also der Nils sieht aktuell sehr, sehr fit aus, muss man echt sagen. Ich wollte gerade fragen, ob wir uns sehen am Wochenende. Ja, bin auf jeden Fall von aus. Bin auf jeden Fall auch am Start. Wie sehr hast du Bock auf so eine DM? Schon, also das ist, ich finde, das ist immer ein geiles Rennen irgendwie. Also das ist natürlich super speziell, da kann alles Mögliche passieren. Wir haben keinen Funk. Das macht die Sache natürlich dann auch nochmal ein bisschen spannender. Aber an sich finde ich es immer geil, weil du irgendwie alle mal triffst. Das ist wie so ein kleines Family-Treffen. Und ja, die Strecke da in Bad Dürheim ist auch ganz cool. Stimmung war letztes Jahr top. Von daher habe ich da eigentlich schon Bock drauf immer. Also es gab jetzt noch keine DM, wo ich hingefahren bin und dachte, boah, nee, das ist irgendwie kacke. Also das hat immer Spaß gemacht. Letztes Jahr habe ich ein Riesenglas Bier gekriegt nach dem Zieleinlauf von euch. Erinnert mich noch positiv dran. Da haben wir ja auch 3 Bier gewonnen mit 3 Medaillen. Das, habt ihr alle Plätze geholt? Alle Plätze, ja. Der Emu hat gewonnen. Wer war denn? Schachi war 2. und Dens 3. Stimmt. Oder war Dens 2. Ja, irgendwie so. Dens sein Glas habe ich auf jeden Fall gekriegt. Weil wir gerade bei Emu sind, eine Sache noch ganz kurz. Ich habe Tour of Hungary geschaut, die letzte Etappe. Und ist jetzt ein kleines Rennen, aber das ist auf jeden Fall hängen geblieben. Dieser Schlussanstieg da hoch, die Stadt hinauf, das war das Absurdeste, was ich seit langem so visuell wahrgenommen habe, weil du diese Stadt, ihr seid da hochgefahren und dachtest, ja, es ist ja irgendwann gleich Ziel, weil die Stadt da unten wird immer kleiner, man ist aber immer noch weiter in der Stadt irgendwie hochgefahren, in diesem Wald. Und es hat einfach nicht aufgehört. Das sah so krass aus, das ist mir so hängen geblieben, weil du ja auch da für Emu von vorne gefahren bist. Und du sahst auf jeden Fall auch so aus, als wenn es nicht so viel Spaß gemacht hat. Ja. Ohne Scheiß, das war ein richtig cooles Rennen. Es hat sogar sehr viel Spaß gemacht im Nachhinein, weil wir einfach da auch das Heft mal wieder in die Hand genommen haben und sehr aktiv gefahren sind. Das gefällt mir immer eigentlich am besten, weil das ja natürlich als Fahrer am meisten Spaß macht, wenn du irgendwie selber was machen kannst und nicht darauf wartest, dass irgendwer anders irgendwie losfährt. Und der Berg war krass, keine Frage, aber wir haben auch schon noch krassere gehabt. Also das sah vielleicht auch nur so... Ja, das sah visuell, war das halt im Fernsehen schon... Ist schon steil. Ich glaube, dadurch, dass der so schmal ist, sieht das auch nochmal räudig aus. Mhm. Aber den fahren die auch jedes Jahr irgendwie. Oder zumindest die letzten Jahre war der immer dabei. Und ja, ich bin jetzt das erste Mal gefahren, fand ich eigentlich ganz cool. Ist das so ein Punkt, der dich ein bisschen manchmal im Straßenradsport nervt, dass man sich so viel zurückhalten muss, also so viel mehr auf Sparmodus und gar nicht, weil du gerade meintest, es hat Bock gemacht, weil ihr auch mal das Heft in die Hand genommen habt. Natürlich ist da auch Taktik involviert, aber ja, du ballerst halt auch einfach mal, ne? Weil du halt irgendwie eine Situation auch herbeiführen willst. Vermisst du das manchmal, dass das alles kontrollierter wird und kalkulierter? Wissen würde ich nicht sagen, aber das ist schon das, was, wenn man selber auf Ergebnis und selber auf dem Ziel fährt, natürlich am schwierigsten ist, meiner Meinung nach, dass du halt so lange die Füße stillhältst, bis du nah genug am Ziel bist, dass du weißt, hey, ich habe eine Chance, das Ding jetzt zu gewinnen. Und das musste ich auch lernen, dass das manchmal einfach sinnvoller ist, wirklich gar nicht zu sehen zu sein und um dann die letzten 5 Kilometer viel zu sehen zu sein, als ja, wie du sagst, einfach mal loszuballern und Bock zu haben. Das klappt nämlich heutzutage leider nur noch sehr, sehr selten. Ja, also außer heißt halt Pogacar, ne? Dann, ja, gut, bei denen klappt ja auch alles. Ja. Also das ist halt, muss ein wahnsinnig cooles Gefühl sein, wenn du so viel besser als alle anderen bist und einfach auch nicht, wie du sagst, nicht drauf achten musst zu sparen, weil du weißt, okay, ich kann ja auch meine Körner reihenweise einfach auf die Straße legen. Ich gewinne das am Ende irgendwie trotzdem schon noch. Das muss irgendwie geil sein. Also Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das erste Mal, wie man sich vielleicht so fühlt, als wir letztes Jahr Tour of Turkey gefahren sind, wo ich aus der Vuelta halt extrem gut rausgekommen bin und dann nochmal einen riesen Step nach vorne gemacht habe nach der Vuelta. Da habe ich dann bei der Tour of Turkey auch gedacht, okay, krass, so, da ging es dann, weiß ich nicht, war mal Uphill-Start mit richtig Kampf ums Breakaway und dann warst du irgendwie nie am Limit und das ist dann schon irgendwie ein geiles Gefühl. So. Aber ja, Pogi, der muss sich wahrscheinlich in jedem Rennen so fühlen und das zeigt er dann natürlich auch anhand seiner Ergebnisse.
War das der räudigste Berg in deiner Karriere bis jetzt? Türkei. Königsetappe, Babadak oder wie das Ding hieß? Ich weiß ja nicht, ob das so das räudigste würde ich ja nicht mal sagen. Wenn es dann geil läuft, dann ja, macht eben. Sowas ja auch richtig Bock. Also dann, das war ja Freund erfolgreich. Ich ärgere mich. Kam da als Zweiter oben an, knapp hinter dem Sieger Alexei Lutsenko. Hat dann auch zweiten Platz im GC gesichert in dieser Rundfahrt. Aber ich glaube 18 Kilometer, 11% oder so das Ding. Ja, es war 1950 Höhenmeter auf ganz wenig Strecke. Also 1 Stunde 13, das habe ich letztens nochmal bei Training Peaks irgendwie aufpoppen sehen. 1 Stunde 13, 1950 Höhenmeter, 381 Watt waren es, glaube ich. Das war so das, wo ich sagte, daran merkt man dann nach der Vuelta auch den Unterschied zwischen, okay, ich bin halbwegs gut, beziehungsweise habe gute Werte, sag ich mal, über 10 oder 20 Minuten oder kann halt dann wirklich mal 6,1, 6,2, 6,3 fast über eine Stunde fahren. Das ist der große Unterschied zwischen absoluter Top-Shape und vielleicht nur 95%. An alle Hobbys da draußen, ja. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, nee, aber das meine ich wirklich. Das ist dann schon, dass man das merkt. Also das hört sich dann natürlich nach keine Ahnung, marginalen Unterschieden an. Aber am Ende ist es schon so, dass gerade der Bereich, wenn es wirklich lange bergauf geht, eine Stunde oder was, und du dann riesig hohe Werte schaffst, das ist meiner Meinung nach für mich persönlich die Definition von Topform. So. Und die ist halt sehr, sehr schwer zu erreichen. Da habe ich dann auch, wenn man den Prozess nimmt, von Juni an, nach der DM eigentlich, bis Oktober gebraucht, bis ich das geschafft habe. Mhm. Und dann gewinnt man nicht mal, Armener. Ja, und das ist halt der Sport auch. Das fasst es eigentlich ganz gut zusammen, dass du halt dann nicht mal mit einer Minute Vorsprung alleine ankommst, sondern immer noch am Ende bis 2 vor Ziel waren wir noch zu dritt, bis 5 vor Ziel waren wir noch zu viert, wo du dann sagst, das Level ist einfach, egal wo du hinkommst, so extrem hoch geworden, dass du halt immer schauen musst, trotz dessen, dass du richtig gut drauf bist, zu sparen, wenn du nicht gerade Pogacar heißt. Ist das so ein bisschen deprimierend auch manchmal? Also ich ärgere mich heute noch über den Tag, dass ich da nicht gewonnen habe. Die Werte, ne? Das ist halt so jetzt mal die Zahl von Andemir zurück, also jetzt knappe 8 Jahre bis 10 Jahre zurück, damit wärst du halt Top-Dog, weißt du? So. Ja, das meine ich ja auch. Also das haben mir Leute im Team ja auch schon berichtet. Emu hat es mir ja auch schon ein paar Mal erzählt, dass sich der Sport natürlich extrem weiterentwickelt hat. Und ich finde es einerseits cool, dass man halt nie schlafen darf, dass man immer auch selber noch einen Anreiz hat, sich weiterzuentwickeln und vielleicht noch hier und da nach Verbesserungsmöglichkeiten suchen muss, um einfach dran zu bleiben. Auf der anderen Seite hast du völlig recht, es ist natürlich ein Stück weit deprimierend, wenn man sich dann überlegt, boah, was wäre denn gewesen, wenn ich da vor 10 Jahren schon da gewesen wäre. Aber ich glaube, das ist generell in vielen Sportarten so. Wenn du Fußball zum Beispiel jetzt, da waren wir vorhin schon, nimmst, die spielen heute auch so schnell, dass du wahrscheinlich vor 10 Jahren einer der Besten der Welt warst und heute nicht mal mehr mitkicken kannst. Und das ist im Radsport wahrscheinlich einfach ähnlich. Die Ausnahmekönner wird es immer geben. Die gibt es auch in jeder Sportart. Und alle anderen müssen halt jeden Tag gucken, wie sie es schaffen, da noch irgendwo das letzte bisschen rauszuholen. Ja, aber ich finde es trotzdem krass, weil ich stelle es mir selber fest, dass ich besser werde, ne? Und wahrscheinlich auch in besserer Verfassung als Profi. Aber es sind natürlich jetzt auch einfach 8 bis 10 Jahre dazwischen. Aber wie so früher so Zahlen, die im Raum gestanden haben, ne? So für so absolute Spitzenleistungen, ab hier muss es vielleicht auch mit Hilfe nur gegangen sein. Was jetzt aber einfach so normale Werte sind oder Werte, die auch im Nachwuchs schon gefahren werden. Und da frage ich mal, wo kommt man eigentlich noch hin? Also was ist dann irgendwann auch so die Norm, was man fahren muss, um überhaupt teilnehmen zu können, ja? Und teilnehmen, das ist schon krass, ne? Finisher-Shirt. Ja, aber das ist also ich meine, wir reden jetzt ja mit jemandem, der über eine Stunde mehr als 6 Watt pro Kilogramm fahren kann, am Ende von der Etappe, weißt du, auch noch in die Höhe hinein. Also es ist ja jetzt nicht so, als wenn das irgendwie, komm hier, wir haben richtig getapert, fahren einmal so einen Berg hoch, sondern ist ja auch mit Vorbelastung. Und dann, wie du schon sagst, und dann gewinnst du halt in Anführungsstrichen trotzdem nicht. Weißt du, ist ja trotzdem eine krasse Leistung. Und das ist halt, das finde ich immer wieder so mindblowing, ja. So das, wo wir eigentlich angekommen sind mittlerweile, ja. Ja, also was natürlich heute auch nochmal ein krasser Unterschied ist, ist, dass wir natürlich wahrscheinlich viel, viel mehr Kohlenhydrate zum Beispiel im Rennen nehmen als ihr. Ja, auf jeden Fall. Kohlenhydrate, das sind dann halt so abnehmen. Sachen.
Ja. Und Alter, im Training. Schön nüchtern, 7 Stunden. Ja, ja, eben. Das ist immer so. Ja, aber lustig, es macht einfach, ja, wie du das schon sagst, es macht keinen Unterschied heute mehr, ob du, klar, eine harte Etappe macht schon noch einen Unterschied, wenn du jetzt 5000 Höhenmeter plus hast. So, dann werden am letzten Berg auch nicht mehr so kranke Werte gefahren. Aber wenn du jetzt nur wirklich eine Bergankunft hast und eine moderate Etappe vorher, dann macht das keinen Unterschied mehr, ob du vorher schon 3 Stunden gefahren bist oder nicht, für die allermeisten, weil einfach die Verpflegung so gut ist. Und das hätte ich mir vor 5, 6 Jahren selber nie zugetraut, dass das geht. Also das war meine größte Schwäche, auch als ich auf dem Mountainbike noch war, würde ich sagen. Da konnte ich diese absoluten Werte auch schon alle fahren, aber ich hätte die niemals nach 4 Stunden fahren können. Und das ist so, dass wie du das sagst, ich glaube, da hat sich halt so viel in der Nutrition, Race Nutrition getan, dass da einfach das jetzt jeder kann. Und dadurch wird es natürlich immer schwerer, noch irgendwo einen Unterschied zu machen. Noch ein Rennen, weil du vorhin gesagt hast, so, man ist ja so als Neuling auch noch drauf aus, immer wieder neue Rennen zu fahren oder Rennen zu fahren, die man vielleicht noch nicht gefahren ist. Noch ein Rennen wäre die Weltmeisterschaft. Wie sieht's aus dieses Jahr? Muss ich dem Bundestrainer noch ein bisschen auf die Sprünge helfen? Oder sitzt da schon? Kannst du erpressen, was? Ah. Kannst du dem André mal nochmal vorsichtig sagen, dass ich durchaus Bock habe, da auch meine Helferqualitäten unter Beweis zu stellen? Die Strecke ist cool. Ich komme gerade aus der Schweiz. Schweiz hatte jetzt auch eine, Tour de Suisse hatte auch eine super Stimmung. Es wird in Zürich nicht anders sein, denke ich mal. Klar habe ich da Bock drauf, logischerweise. Mein letzter Nationalmannschaftseinsatz war auf dem Mountainbike. Also das würde ich schon gerne auch nochmal irgendwann machen. Muss aber natürlich auch zu meinen eigenen persönlichen Ambitionen, die ich dann vielleicht am Ende des Jahres mit dem Team noch habe, passen. Ah, ja. Also das ist so das Nächste, wo ich sage, okay, da würde ich dann mal die Planung abwarten, weil letztendlich ist es kein Geheimnis, dass der Zwiehoff im Oktober immer ganz gut drauf ist. Zumindest war das die letzten Jahre eigentlich immer so. Von daher ist das so ein bisschen vielleicht auch das, wo ich meine Chance sehe, nochmal auch gute Ergebnisse zu fahren. Deswegen muss man da immer gucken, wie es reinpasst. Aber du kannst André gerne erpressen. Ich mach das. wie ist jetzt mal so, ganz abgesehen von irgendwelchen Sponsoränderungen, bla bla und so, wie kriegst du, ich meine, du wirst nicht viel mit den Jungs zu tun haben, aber wie kriegst du so die Stimmung jetzt gerade so im Team mit vor der Tour? So, was kriegst du von der Spannung mit? Was kriegst du von den Jungs mit, die im Tourteam sind? Also ich glaube, dass der Sieg bei der Dauphiné natürlich jetzt schon mal dem ganzen Team enorm viel Aufwind gegeben hat. Das hat man auch gespürt, finde ich, auch wenn man jetzt nicht dabei war. Man kriegt natürlich die Stimmung auf den Rennen immer mit. Und da habe ich so das Gefühl, dass das so richtig nochmal so ein Schub war. Okay, geil, wir sind da, das Training funktioniert. Anscheinend war unsere Vorbereitung nicht so schlecht. Let's go. Und das ist so das, wo ich sage, da geht es jetzt allgemein Richtung Tour, glaube ich, bei allen hin. Ich habe nicht mit vielen gesprochen. Ich habe mit Nico lose Kontakt, der dieses Jahr sein Tourdebüt gibt. Für den freue ich mich total. Der ist ja auch 30 schon. Mhm. So, das heißt, der hat das auch bisher noch auf der Bucketlist gehabt. Und Nico Dent. Der wird die erste Tour. Ernsthaft? Hm. Ja. Krass. Der ist an die Tour gefahren. Okay, krass. Und das meine ich, das ist halt auch so, das ist so ein krasser Fahrer eigentlich und ist bis er 30 war, ist ja jetzt auch schon deutlich länger dabei als ich, noch nie die Tour gefahren und deswegen freut es mich halt, dass er es jetzt halt auch mit so einem krassen Line-Up hinkriegt und da auch diese ganze Vorbereitung mitgemacht hat. Das war halt sehr spannend zu sehen, allein auf wie viel Höhe die gemacht haben. Er hat viel Entbehrung, hat gerade sein drittes Kind gekriegt und und dann diese ganze Vorbereitung so durchzuziehen, das ist extrem krass, finde ich, und deswegen freut es mich umso mehr, dass er jetzt da anscheinend auch so einen richtigen Schub nochmal gekriegt hat durch diese ganze Nominierungsgeschichte. Beziehungsweise ist es ja noch nicht offiziell, aber ich glaube, er hat selber schon im Interview auch gesagt, dass er die Tour fahren wird. Von daher, das freut mich mega und wir sind letztes Jahr auch so viele Rennen zusammengefahren, allein die Vuelta und Türkei war natürlich dann für mich auch ein Highlight, dass ich einfach richtig happy für ihn bin. Und so Geschichten finde ich immer geil. Und das war so mit der Einzige, mit dem ich so jetzt so wirklich engen Kontakt in der Zeit mal hatte. Und von dem habe ich halt, wie gesagt, gehört, dass da alles on track ist. Ja, sounds good. Wir sind sehr gespannt.
Also ich würde mich tierisch freuen, wenn Bora da so ein kleines Wörtchen mitreden kann. Mal sehen, wie lang es funktioniert und wie das Line-Up insgesamt so ist. Wie Jonas drauf ist. Das ist schon cool. Ja, das sind halt alles diese Fragen. Genau. Das ist ja dieses Jahr echt schon spannend gewesen. Das Baskenland hat natürlich extrem viel durcheinander geworfen für alle. Das hätte auch bei uns noch ganz anders aussehen können. Wir sind ja noch sehr, sehr glimpflich davon gekommen. Und es wird am Ende auch die Frage sein, ob Pogi in irgendeiner Weise mal eine Schwäche zeigt oder nicht. Apropos Tour, da muss ich mir eigentlich nochmal einen Reminder machen, dass ich die Netflix-Serie noch gucken muss. Ja. Zweite Staffel. Ja, ich finde es insofern gar nicht so schlecht, dass man auch nochmal so weiß, was letztes Jahr passiert ist. So kurz bevor es losgeht. Ja. Weil, ganz ehrlich, so voll viel hat man einfach immer schon wieder vergessen, leider. Selbst wenn man so bescheuert drin ist wie wir alle. Es wurde mir gestern auch direkt als erster Vorschlag angezeigt, da habe ich Wout Poels Sprint gesehen, wie er da die Etappe gewonnen hat. Das fand ich halt auch geil. Und das war nicht Wout Poels. Das ist nicht Wout Poels. Entweder Peyo Bilbao oder Mate Mohoric. Ja, stimmt, aber der Puls hat er letztes Jahr auch nicht. Der Puls hat er dann auch noch? Ja, der gewinnt hoch, so eine schnelle Bergankunft gewinnt er. Ich habe die Serie geguckt, aber war das in der Serie? Das habe ich nicht mitbekommen. Nee, es war, glaube ich, nur so ein Screenshot, so ein Bild war das, was wir von so einem Titelbild. Und da habe ich noch so gedacht, ey geil, mit dem bin ich in der Schweiz erst noch gequatscht und jetzt zeigt der heimische Fernseher dir den an. Und, ja, da musst du auch rein, Brody. Ja, wir geben alles. Jetzt, ja, dass kein deine Stress, Tochter ne? dich auf das Netflix sieht. Immer Step by Step. Genau. Die letzten Jahre ging es immer ganz gut voran und daran versuche ich jetzt auch weiter anzuknüpfen. Das ist immer das Beste. Es hat ganz gut geklappt bis jetzt. Ey, ganz ehrlich, ne? Würde ich jetzt auch so sagen. Es ist halt schon auch wichtig, dass man einfach selber zufrieden ist. Ne? Also wenn du jetzt sagst, das ist für dich alles eh so cool, wie es ist und du hättest nie gedacht, dann ist es ja, also klar, cool, irgendwann nochmal die Tour zu fahren, aber wenn nicht, dann ist halt, also ist halt auch... Dann hat man Giro d'Italia-Sieg mit dem Team mitgefeiert, ist Giro gefahren. Das Problem ist halt, dass man immer alles an die Tour hängt, ne? Ob man dann irgendwie, und das ist halt schon... Klar. So, ja. Klar, aber also das bleibt nach wie vor mein Traum, so, man muss ja auch die Ziele haben. So, dass aber du, denkst du denn... Ich weiß auch, dass ich... Was denn? Denkst du denn so jetzt so für so eine Tour-Teilnahme, für so eine Möglichkeit für dich, müsstest du dich nochmal gesondert darauf konzentrieren, so ab dem Winter oder vorher schon? Oder denkst du, du machst eine normale Vorbereitung? Das wird, denke ich, sicherlich die größte Hürde sein. Also ich denke eher, dass es so ein Ding wird, dass du sagst, okay, du musst dich über die normale Saison so in Shape bringen, dass du halt genau zur Tour dann auch mit entsprechenden Ergebnissen aufzeigen kannst und sagen kannst, hey, hier, ich habe echt richtig gute Formen, das macht doch Sinn. Und klar, wenn das Team einem das Vertrauen schenkt, ist das natürlich, und dann du die Vorbereitung kriegst, ist natürlich auch geil, aber das ist halt auch für die absoluten GC-Leader meistens nur drin, weil alle anderen irgendwie auch noch woanders natürlich performen müssen. Und deswegen ist das mein Anspruch, einfach generell immer noch gut und besser zu werden, gute Ergebnisse zu fahren, als Helfer zu überzeugen, auch bei so Rennen wie der Vuelta letztes Jahr dann auch als Helfer zu überzeugen. Oder wie es jetzt zum Beispiel Giovanni beim Giro gemacht hat, super Helferjob und jetzt Slowenien gewonnen. Das sind so Sachen, die ich für mich persönlich aussehe und worüber man dann natürlich auch immer dann wahrscheinlich ein gutes Wörtchen dann bei der Tour mitreden kann. Aber das ist halt alles so Zukunftsmusik, dass man sagt, ey, wirklich Step by Step, lass die Ergebnisse kommen und dann irgendwann, wenn man da zu viel drüber nachdenkt, glaube ich, dann wird es viel, viel schwieriger, als wenn man das einfach versucht, mit dem Flow, mit guter Vorbereitung irgendwie hinzukriegen. Es macht auf jeden Fall super Spaß, dir zuzuhören. Wir kennen uns jetzt echt schon eine ganze Weile, gerade so in deiner Straßenradsportkarriere, die kennen wir uns komplett. Und es wird niemand machen, aber wenn man sich jetzt die drei Besenwagen-Podcast mit Ben Zwiehoff anhören würde, das sind drei unterschiedliche Menschen komplett. Das ist jetzt so reflektiert und selbstbewusst. Ich hoffe nicht negativer. Es geht bergauf. Ja, du bist auf jeden Fall schon mit sehr viel Euphorie in unsere Gespräche gestartet. Von daher. Ja. Ich war direkt da, das hast du von Anfang an gesagt. Von daher, es geht voran. Aber ich fand gerade das Letzte, was du gesagt hast, eigentlich ich würde dich gar nicht abwürgen, aber so ein schönes Schlusswort. Mhm. Ja. Wir müssen, ey,
was wir nicht vergessen dürfen, gerade mit Ben, Song der Woche. Oha. Song der Woche, jetzt wird's ich tricky. Ich hab einen auf jeden Fall auch schon. Bei Andi ist auch schon die Schweißperle auf dem Kopf. Das ist in letzter Zeit unser großes Problem in der Folge immer. Es ist so ein Krisenfaktor, weil wir haben wieder angefangen, über Musik zu reden und keiner weiß, was er sagen soll. Ich fange an. Ja, Vorsicht, ich bin in Finnland, Ich muss erst mal was überlegen, ey Leute. Du hast noch Zeit. Ich bin in Finnland und die sind alle hier große Metalheads. Also ich bin mit unserem Content-Mann von Rose am Samstag kompletten Tag durch dieses Land durchgefahren und habe das Rennen begleitet an mehreren Punkten und wir haben einfach einen Radiosender gehört, auf dem nur Metal kam die ganze Zeit. Und es war relativ geil und dann bin ich nach dem Tag bin ich noch eine Runde gefahren und habe mich mal wieder an meine alten Zeiten zurückerinnert und mein Song der Woche ist Dragon Force Fury of the Storm. Wer Guitar Hero auf PlayStation gespielt hat früher, kennt das auch. Ich übrigens, ich kenne das. Ich habe es aber auf der Wii gespielt damals. Ah ja. Aber das war ein geiles Game. Das war schwierig auf jeden Fall. Dieses Stück war schwierig. Die waren alle schwierig. Ja, also bei mir ist es Travis Scott mit My Eyes. Komm Ben, du weißt immer noch nicht. Komm Staufi, du musst vorlegen. Ich weiß einen. Doch, ich weiß einen, ich habe einen. Ja. Du weißt einen? Also ich bleib bei unserem guten Freund Nico Denz, der ist Schlagerheld. Nein, aber der ist absoluter Schlagerfan und weil ich dem alles Gute für die Tour de France natürlich wünsche, ist es bei mir Santa Maria von Roland Kaiser. Bei dem ist auch, der ist der einzige Mensch, den ich kenne, wo das unironisch ist mit dem Schlagerhören. Leider ja. Das ist so krass und das passt zu dem auch. Wenn du ihn einmal kennengelernt hast, denkst du, ja, das ich sehe den da, ihn da irgendwo im Schwarzwald auf dem Dorf, ja, auf so einer. Aber ich muss sagen, 3 Wochen Vuelta war schon irgendwann Anschlag. Also da muss ich sagen, da wäre es gut gewesen, wenn wir noch einen anderen DJ gehabt hätten. Wie, habt ihr die ganze Zeit im Bus Schlager gehört? Ja, ich würde jetzt nicht die ganze Zeit sagen, aber es lief schon sehr regelmäßig. Oh Mann, okay, das ist schon hart. Andi? Jetzt stell mal vor, es hört sich wirklich jemand diese Playlist an, fährt gerade... Im Zweifel sogar noch ein Intervall und dann kommt Roland Kaiser. Ja, und zwei Songs davor Metal, weißt du? Ist schon bitter, ja. Andi, komm, du hast letztes Mal auch so einen Klassiker aufgehauen. War ein Klassiker? Aber diesmal habe ich keinen Klassiker. Diesmal mache ich Absilon Lost in Berlin. Kannst du dir mal anhören, Paul. Vielleicht ziehst du dann irgendwann mal nach Köln. Für unseren Videopodcast und so. Nee, aber das... Nee. Ich zahle dir auch die Differenz zum Spaghetti-Eis. Ja, okay, dann kannst du auch meine Miete zahlen. Das ist ungefähr das Gleiche. Also, wie gesagt. Ist das so viel teurer in Köln, ja, oder was? Oder so ey, der Paul hat irgendwie so eine Bude, da machen die dem das fast umsonst. Ja, also. Aber was? Der verrät sogar. Ich krieg sogar Geld fürs Eis. Nee, aber ne, ich mag ja die Kölner Leute, aber Köln an sich ist das Problem, nicht die Menschen da drin, um ehrlich zu sein. Ich bin auch nicht so ein Riesen-Köln-Fan, muss ich mich jetzt auch mal outen. Also da als Ruhrpottler, da hast du auch nicht so viel mit Köln. Nee. Aber Düsseldorf oder Köln, was ist dir lieber? Boah, dann schon eher noch Köln. Ey. Düsseldorf ist ja nur so Snobs und, also sorry, dass ich das jetzt nicht sage, aber Düsseldorf... Deswegen ist Sebastian auch dahin gezogen. Der wollte unter seinesgleichen sein. Ja eben, deswegen. Düsseldorf muss ich sagen, weiß ich nicht. Aber wobei, der Basti wohnt ja da auf dem Land in Düsseldorf. Da kommst du der wohnt 2 Minuten vom Medienhafen entfernt und da denkst du, hey, auf welchem Dorf bist du denn hier gelandet auf einmal? Du fährst, wenn du zum Fonzi fährst, fährst du durch den Medienhafen und dann auf einmal kommt irgendwo so ein Dorf. Direkt dahinter, wusste ich gar nicht. Also es ist komplett crazy. Fährst unter so einer Brücke auf einmal bist du auf dem Dorf. Aber es ist schon noch Düsseldorf, Ecke, oder? Offiziell. Ecke, Kirchturm, Marktplatz, Apotheke, Friseur, Basti, aber Bauernhof. Bist du noch Düsseldorfer? Ist Stadtteil Düsseldorf. Ja, es ist Düsseldorf, okay. Ja. Aber es ist komplett verrückt. Du bist wirklich 2 Minuten Ankunftszeit auf dem Navi und du bist mitten im Medienhafen. Da denkst du, Alter, wie geil, der wohnt hier mitten im Medienhafen, was geht ab? Und dann, dann wohnt er in Leverkusen. Schön. Alright.
Ja, dann vielen Dank für deine Zeit. Ja, ich danke erstmal, dass ich mal wieder da sein durfte. Das macht mir alle Jahre, sehr alle viel Jahre Spaß. Wieder. Und ja, das können wir gerne so machen. Dass, genau. Dann noch ein paar Jahre World Tour und dann nach der Karriere können wir das auch nochmal machen. After Career. Yes. Leben. Dann alright. Dann holt ihr. Wer von Sie noch ein paar Kinder aus dem Kreißsaal? kann er machen. So haben wir angefangen, so hören wir jetzt auch wieder ja. auf. Ja, okay. Dann sehen wir uns ja am Sonntag. Ich hoffe, dass kein Bohrerfahrer genau. deutscher Meister wird. Trügt dann ja, nicht so die Stimmung. Sehe ich euch alle. Das wär dass kein Bohrerfahrer deutscher Meister wird. Das ist ja, meine Prognose. Ja, also ich würde schon auf Nils setzen, oder? Also ich meine, der kann ja alles. Der ja, kann weiß ich auch. Nicht. Weiß ich nicht. Der kann mit Ich äußere mich nicht, ich bin da befangen. Nee, ihr fahrt eh gegeneinander, von daher. Ich habe nämlich gerade nochmal die Startlisten geguckt. 9 Fahrer haben sie diesmal am Start. Sind zwar immer noch eine Menge, aber man muss sagen, also die anderen, wenn die sich so ein bisschen einig sind, haben dann auch schon, sind auch schon ein paar Leute am Start, die da euch ärgern können. Ja, und das Ding mit Bora ist ja, dass du kannst davon ausgehen, dass 9 von, also dass mindestens die Hälfte von diesen 9 sich nicht einig sind. Im Rennen. Im Meeting, das Meeting wird nochmal anderes sein, aber im Rennen dann selber. Von daher ist es dann ja gar nicht mehr 9 gegen den Rest, sondern ist dann ja auch nur, keine Ahnung, Nils mit seinen Freunden gegen 3 Bora-Fahrer, weißt du? Also. Das werden wir dann sehen. Wir versuchen das jedes Jahr immer nochmal ein bisschen zu verbessern. Ey, es reicht ja, es hat trotzdem letztes Jahr für den Titel gereicht und für die ersten 3 Plätze von daher. 1, 2 und 3. Ja, aber also. letztes Jahr sind wir auch alle sehr gemeinschaftlich zusammengefahren. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Man muss auch dazu sagen, gut, eben scheiße, ja, Emo ist ja verletzt. Sonst wäre nämlich Emo auch auf eine Kappe gefahren. Ja, das, also Emo ist echt ein bisschen schade, weil der auch wieder echt Topform hatte und dem wünsche ich hier an der Stelle auch nochmal gute Besserung. Der wäre auch meiner Meinung nach bei der Tour de Suisse sehr, sehr gut gefahren, weil einfach die Berge perfekt für ihn gewesen wären. Ja. Und er hat sich echt hart vorbereitet. Es tut mir echt leid, dass er da jetzt so einen Scheiß hat. Dann sind es nur noch 8 Fahrer übrigens, den habe ich jetzt schon noch mitgezählt. Dann trotzdem mal an der Stelle eine Frage, hört der Emo Podcasts? Also ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er das jetzt hier hört. Die ist sehr gering, ne? Der hört, glaube ich, schon Podcasts. Die Wahrscheinlichkeit, dass der den Besenwagen hört, die geht aber, glaube ich, tatsächlich gegen null, weil er sich, glaube ich, privat nicht so viel mit Radsport beschäftigt. Ist so mein Call an der Stelle, aber will jetzt auch Emu da jetzt nicht reinreiten. Okay. Vielleicht hört er das nicht. Dem müssen wir auf den Grund gehen, Basti. Was macht Emu Buchmann privat? Was macht Emu Buchmann privat? Und vielleicht kriegen wir Emu Buchmann ja mal in den Podcast. Vielleicht 2025. Das ist eure Aufgabe. Ich, ich werd mir die Mission nicht... Nee, brauchst du nicht. Deine Mission ist ja klar, Tour de France. Du hast schon genug Missionen hier bekommen und erfolgreich absolviert. Okay. Alright. Tschö. Sehr gut, dann vielen Dank. Schönen Tag noch. Viel Spaß. Sonntag spätestens. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Ciao, ciao.